Herzlich willkommen zum Medienimpuls, mediales Erzählen und die Wahrheit. Das ist unser Thema heute in diesen nächsten 3 Stunden. Die Wahrheit ist, wir können es feststellen, zu einem heiß umkämpften und auch heiß umstrittenen Gut geworden. Sei es Corona, sei es das Klima, sei es die Politik oder seien es ganz normale Dinge des Alltags. Es gibt, so hat man den Eindruck, jede Menge Wahrheiten und jede Menge Perspektiven auf die Realität. Doch welche Rolle spielt Wahrheit im fiktionalen Erzählen? Fakt ist, in der Fülle medialer Angebote sind gut erzählte Geschichten ein Garant dafür, dass man die Zuschauer bindet. Wir machen hier ganz neue Erfahrungen, zum einen in den sozialen Medien, aber auch im klassischen Fernsehen gibt es neue Erzählweisen, neue Formate wie Docutainment oder Infotainment, verknüpfen gekonnt Realitätsbezüge mit fiktionalen Erzählstilen, sodass es manchmal ein bisschen schwierig werden kann, die Wahrheit darin immer zu erkennen. Wie problematisch ist das für unsere Demokratie und welche Kompetenzen müssen ZuschauerInnen und NutzerInnen erwerben, um sich da gut zurechtzufinden und nicht die Orientierung zu verlieren? Das wollen wir hier jetzt und werden wir jetzt hier diskutieren. Sie selbst am Bildschirm sind auch eingeladen, mitzudiskutieren. Sie können Ihre Fragen stellen unter slido.com oder slido.com unter dem Hashtag 0707. Und wir haben auch eine ganz begrenzte Anzahl von Publikum hier im Saal. Herzlich willkommen auch an dieses Publikum und auch Sie sind eingeladen, Ihre Fragen zu stellen, einfach ein Zeichen geben und dann bauen wir Sie mit in die Diskussion ein. So, los geht's jetzt mit den beiden Gastgebern, mit Claudia Miekert, der Geschäftsführerin der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen und mit Martin Drexler, dem Geschäftsführer der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia und beide sprechen darüber, welche Relevanz das Thema Wahrheit für die Medien hat. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Vera Linz, und auch von unserer Seite, von FSM und FSF, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe unserer gemeinsamen Veranstaltungsreihe Medienimpuls. Mediales Erzählen und Wahrheit, das wissen wir alle, sind nicht unbedingt deckungsgleich. Fiktionale Geschichten sind erfunden. Und wenn sie auf wahren Begebenheiten beruhen, dann doch sehr stark gestaltet und dramaturgisch zugespitzt. Wenn sich zwei Menschen im Film begegnen und Geigen erklingen und Klaviermusik, dann ist das eben zu schön, um wahr zu sein. Vera Linz hat es gerade gesagt, es gibt auch zunehmend Formate, die bewusst Erfundenes und Wahres miteinander vermischen. Die Unterscheidung fällt nicht immer leicht. Wir wissen nicht, ob die Tränen in der Dating- oder Castingshow echt sind oder ob das Ganze nur gespielt und eine Rieseninszenierung ist. Und auch in den berichterstattenden Genre geht es nicht immer um die Wahrheit, sondern zuweilen auch darum, eine krasse Geschichte zu erzählen und Aufmerksamkeit zu erzeugen. Wir Zuschauerinnen und Zuschauer nehmen es mit der Wahrheit auch nicht unbedingt genau, denn eine gute Geschichte muss nicht wahr sein. Sie muss glaubhaft sein und authentisch, sie muss sich wahr anfühlen. Und das mit der gefühlten Wahrheit, das ist im Fiktionalen und im Fantastischen in der Regel kein Problem. Aber wenn es um gesellschaftliche Zusammenhänge geht oder um politische, wissenschaftliche Kontexte, dann sieht die Sache ganz anders aus. Ja, wir alle haben uns in den letzten 1,5 Jahren mehr oder weniger freiwillig, mehr oder weniger intensiv mit einem Thema beschäftigt, von dem wir alle gar keine Ahnung hatten. Nämlich mit einem neuartigen Virus, mit seiner Bekämpfung, mit dem Rauschen in meinem Mikrofon, wo ich wahrscheinlich ein bisschen rangekommen und ihn verbogen habe. Ich versuche das zu korrigieren. Die Auswirkungen von einer Pandemie soziologisch und psychologisch, das war für keinen so richtig leicht, da ja sozusagen Schritt zu halten. Und das alles in Zeiten von Echtzeitjournalismus und jederzeit verfügbaren Informationen. Nun, was in diesem Zusammenhang wirklich wahr ist und richtig ist, das ist oft gar nicht so leicht festzustellen. Und oft geht es bei wissenschaftlichen Zusammenhängen auch gar nicht so sehr darum, was jetzt wirklich wahr ist, sondern häufig genug geht es schon erstmal einen Schritt vorher darum, dass es fähige Leute braucht, die diese Informationen für uns aufbereiten, filtern, so dass wir damit überhaupt was anfangen müssen. Und damit es geht häufig auch eine manchmal drastische Vereinfachung einher. Übrig bleibt manchmal vielleicht so eine Art
Teilwahrheit, mit der jeder von uns dann klarkommen muss. Und neben diese Teilwahrheiten tritt dann gelegentlich eben auch eine von vielen alternativen Wirklichkeiten. Manchmal sind die vielleicht harmlos und lächerlich, manche sind aber auch vielleicht gefährlicher Unsinn, die nicht nur den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden, sondern vielleicht auch unsere Gesundheit. Wie wir nun mit solch schädlicher Desinformation umgehen, das ist eine komplexe Frage, das ist ein komplexes Problem. Und das zu lösen ist nicht so einfach, denn verbieten können wir das nicht ohne weiteres. Wir können die Einhaltung journalistischer Sorgfaltspflichten überwachen und deren Verletzung sanktionieren. Aber oft ist manipulative Meinungsmache eben nicht strafbar und deshalb erlaubt. Und deshalb müssen wir damit eben umgehen, auch wenn uns das schwerfallen mag. Und wenn uns das als aufgeklärten Erwachsenen schon schwerfällt, wie schwer muss das dann erst für Kinder und Jugendliche sein? Für die ist das mit Sicherheit eine ganz besondere Herausforderung. Wir wollen heute nun bei unserem Thema vom medialen Erzählen und der Wahrheit uns diese Sache ein bisschen näher anschauen. Und Claudia und ich, wir wollen anhand von ein paar Begriffspaaren in das Thema einführen und die Bedeutung für den Jugendschutz zumindest anreißen. Das erste Begriffspaar ist hier schon zu sehen, Fantasie und Realität. Und das liegt natürlich nahe, weil wir es ja mit der Prüfung von Filmen zu tun haben und mit der Bewertung unter Gesichtspunkten des Jugendschutzes. Fiktionale Erzählungen wollen und sollen ja nicht Wahrheit abbilden, sondern uns in fantastische Welten entführen. Und wir lassen uns gerne auf diese Fantasien und auf diese Szenarien ein, sofern wir wissen, welche Regeln in dem Genre existieren und sofern wir über Strategien der Verarbeitung und zum Teil auch der Distanzierung verfügen. Ältere Kinder werden in das Harry Potter-Universum eintauchen und sie können das unbeschadet tun, weil sie wissen, dass es keine schreienden Alraunen gibt oder keine bösen Zauberer. Für jüngere Kinder ist das keineswegs der Fall. Und das ist wesentliche Aufgabe der Filmprüfung, eben herauszufinden, bis wohin der Spaß geht und der Genuss und wann der Ernst und die Überforderung anfängt. Schwierig ist dabei, dass wir alle unseren eigenen Film sehen, abhängig von unserer Erwartungshaltung, von unserem Wissen, von unserer momentanen Situation und Gefühlslage oder auch von unserem derzeitigen Lebensthema. Und dies gilt es eben herauszufinden, was ist das, was Kinder sehen, welcher Film läuft in ihnen ab. Für Erwachsene sind es häufig in ihrer Rolle als Beschützende und Erziehende die drastischen Kämpfe, die im Vordergrund stehen und die bösen Wesen, während für Kinder vielleicht der Freundschaftsaspekt der Geschichte, die Beziehung zwischen Hermine und Ron und Harry viel stärker im Vordergrund steht. Ja, immer mal wieder rauscht es im Blätterwald und ein vermeintliches Internetphänomen macht die Runde. Die Momo-Challenge war so ein Phänomen. Ein fratzenhaftes Gesicht, was Kinder heimsuchen wollte, sollte und ihnen böse Dinge androht, wenn sie dann nicht bestimmte Handlungen vornehmen würden oder Aufgaben erfüllen. Nachdem nur gefühlt jede Zeitung, jedes Magazin darüber berichtet hatte, stellte sich raus, Kinder und Jugendliche hatten davon gar nichts mitbekommen, außer durch die Presse. Das heißt also, tatsächlich hatte kein Kind auf diese Weise Kontakt mit Momo oder ist zu Handlungen angestiftet worden oder hat selbstschädigendes Verhalten sozusagen erlebt oder durchgeführt. Aus der Perspektive des Jugendschutzes, sowohl von uns Profis als auch aus der Elternperspektive, müssen wir die Sorgen von Kindern in diesem Zusammenhang natürlich ernst nehmen. Denn solche Dinger, die machen Angst, die lassen uns fürchten. Gleichzeitig gibt es aber sowas wie Angstlust. Das heißt also, wir gruseln uns ganz gerne und wir fordern uns auch heraus. Und das beginnt natürlich schon in verhältnismäßig jungen Jahren. Bei Momo hat dann dieser mediale Hype eigentlich dafür gesorgt, dass wahrscheinlich sehr viel mehr Angst geschürt worden ist und sehr viel mehr Unsicherheit im Prinzip auch passiert ist, als es vielleicht notwendig gewesen wäre. Wir fragen uns in diesem Zusammenhang, wie oft Berichterstattung nicht nur einen Beitrag zur Aufklärung leistet, sondern im Gegenteil vielleicht auch nachteilige Wirkung überhaupt erst auslöst.
Irgendwann stellte sich übrigens heraus, dass der vermeintliche Dämon die Statue einer Vogelfrau war, die in einem Museum in Japan besichtigt werden konnte. Viele Geschichten beruhen auf wahren Begebenheiten oder geben vor, zu erzählen, wie ein Ereignis, zum Beispiel ein historisches, in Wirklichkeit stattgefunden hat. Und wir wissen, dass diese Bilder sehr wirkmächtig sein können, dass sie Eingang finden in unsere Vorstellungswelt und uns in unserer Weltsicht beeinflussen oder auch in unseren politischen Einstellungen. Das gilt besonders dann, wenn die Geschichten mit starken Emotionen verknüpft sind über Mittel der Personalisierung und der Identifikation. So ist es beispielsweise Ende der 70er Jahre der Serie Holocaust gelungen, weite Teile der bundesrepublikanischen Bevölkerung für die Verbrechen des Nationalsozialismus aufzuschließen, weil man sich mit der jüdischen Familie Weiß identifizierte und das Mitvollziehen ihres Leidensweges Empathie auslöste. Natürlich wurde diese Serie auch kritisiert wegen ihrer Machart. Man hat ihr vorgeworfen, dass diese Soap-Opera-artige dem Gegenstand nicht angemessen ist. Hier wurde stark mit Stereotypen gearbeitet und mit Klischees. Und manche sagten, das sei den Völkermord auf ein Bonanza-Niveau herunterzubrechen. Es gab natürlich auch andere Stimmen, die eher Nestbeschmutzung witterten und geleugnet haben, was hier diese Geschichte erzählt hat. Wie reale Ereignisse umgesetzt werden in fiktionalen Kontexten, ist in der Regel künstlerische Freiheit und keine Sache für den Jugendmedienschutz. Wenn aber Tatsachen verfälscht werden oder mit verzerrenden Narrativen verknüpft sind, dann kann das durchaus als sozialethisch desorientierend gewertet werden und findet auch Eingang in unsere Spruchpraxis. Wenn beispielsweise Krieg verklärt wird als fantastisches Abenteuer oder wenn Feindbildschemata gesetzt verstärkt werden oder wenn Verharmlosungen, Verherrlichungen von Gewaltszenarien vorgenommen sind. Wir müssen uns also fragen, inwieweit liegt eine legitime Nacherzählung und auch fantasievolle Ausgestaltung von Ereignissen vor? Oder inwieweit wird Geschichtsklitterung betrieben in einer Weise, die unsere Grundwerte und unsere Verfassungsprinzipien berührt? Ja, meine Damen und Herren, hat die Amtseinführung von Donald Trump wirklich ein Rekordpublikum angezogen? Das wollten er und seine Leute uns ja weismachen und so richtig geglaubt hat das erstmal niemand. Das war gar nicht so leicht, diesen Behauptungen, diesen vielleicht alternativen Fakten etwas entgegenzuhalten und einen Beweis zu finden, warum denn vielleicht bei Trumps Amtseinführung tatsächlich nicht so viele Menschen dabei waren, wie beispielsweise bei Barack Obamas Amtseinführung. Selbst so ein Vergleichsbild, ja, also links und rechts gegenübergestellt, ein Foto von der Zeremonie 2008 und dann bei Donald Trump, war nicht so leicht überzeugend. Ist das Foto zum gleichen Zeitpunkt im Laufe der Zeremonie aufgenommen worden? Welchen Einfluss haben diese weißen Flächen, diese weißen Folien, die bei Trump dort auf der Wiese ausgelegt waren? Sind die Fotos bearbeitet worden und so weiter? Das war also nicht so leicht, vielleicht auch als wahr oder wirklich wahr rauszufinden. Ein Kommentar oder ein Foto, das ist relativ leicht geteilt und weitergeleitet. Objektive Statistiken oder objektive Daten zu beschaffen und diese auszuwerten, das hingegen ist gar nicht so leicht. In diesem Fall hat uns eine objektive Behörde geholfen, nämlich die, die für den öffentlichen Nahverkehr in Washington DC zuständig ist. Die konnte belegen, dass bei Donald Trump wesentlich weniger Menschen in der Stadt unterwegs waren als bei der Amtseinführung von Barack Obama, nämlich anhand der U-Bahn-Fahrgastzahlen. Und das wird als unbestechlicher Beleg wahrgenommen, dass an diesem Tag tatsächlich bei Donald Trump wesentlich weniger Menschen in der Stadt unterwegs waren. Wir fragen uns in dem Zusammenhang, was haben soziale Netzwerke mit Geschichten und Geschichte zu tun? Und welche Mechanismen helfen uns auf der Suche nach den richtigen Informationen? Und was bedeutet das vor allen Dingen für die Mediennutzung junger Menschen? Über die Unterscheidbarkeit von realem und
Erfundenen ist, von Dokumentarischem und Fiktionalen ist unlängst viel gestritten worden. Anlass war der Dokumentarfilm Love Mobile von Elke Margarete Lehrenkraus. Ich glaube, dass David Aßmann auf diesen Punkt zurückkommen wird. In dem Dokumentarfilm wurde mit Schauspielerinnen und Schauspielern gearbeitet, ohne dies kenntlich zu machen. Wir haben es schon gesagt, das traditionelle Reinheitsgebot, wie der Medienwissenschaftler Gerd Hallenberger das nennt, nachdem Dokumentarisches und Fiktionales strikt zu trennen ist, das hat sich im Fernsehen längst aufgelöst. Es gibt realitätsbezogene Inhalte, die mit Fiktionalisierungsstrategien arbeiten, und es gibt zahlreiche fiktionale Erzählungen, die Authentizität behaupten. Es wird immer schwieriger, das zu unterscheiden. Etikettenschwindel kann Spaß machen, sagt Hallenberger, wenn man weiß, dass geschummelt wird. Das heißt, es ist eine Frage der Fairness, so sagt er, das richtige Etikett auf ein Produkt zu kleben. Und vielleicht hätte das Frau Lehrenkraus auch genügt, oder in dem Film genügt, einfach deutlich zu machen, dass eben mit Schauspielerinnen und Schauspielern gearbeitet worden ist. Wir haben im Fernsehen schon seit 2004 eine Kennzeichnungspflicht für Scripted Reality-Angebote. An der Wirkung tut das allerdings keinen Abbruch. Deswegen dieses Bild von Aktenzeichen XY. Ich weiß nicht, wer sich erinnert. Auch damals wurde von Eduard Zimmermann immer darauf hingewiesen, dass der folgende Einspielfilm nur erfunden ist, also die Wirklichkeit nur nachstellt und nicht etwa abbildet. Trotzdem, wer seinerzeit als Kind vorm Fernseher saß oder vielleicht sogar extra aufgeweckt wurde, weil das damals als aufklärerisch galt, weiß, dass die Wirkung sehr stark war und zum Teil sehr verstörend und nachhaltig. Das heißt, ob scripted oder nicht, auch erfundene Figuren können für wahrgenommen werden, können zur Orientierung dienen, und deswegen ist es für uns in den Filmprüfungen auch nicht primär relevant, inwieweit etwas erfunden oder wahr ist, sondern eben welche Wahrheiten abgeleitet werden. Wir fragen uns beispielsweise, was bedeutet es, wenn sich Prominente anschreien oder angiften? Wird dies als normale Form der Kommunikation wahrgenommen, oder spielt es eine Rolle, dass das Ganze in einem Container oder in einem fernen Dschungel stattfindet? Oder sind Kinder und Jugendliche in der Lage, die Inszenierungsweise zu durchschauen, die jemanden zur Schlampe oder zum Messi stempelt? Und wenn ja, ändert das ihre Wahrnehmung und ihre Wirkung? Wenn wir mit anderen Menschen interagieren, dann spielen wir immer eine bestimmte Rolle. Ob nun bewusst oder unbewusst. Wir passen uns sozusagen dem an und stellen uns so dar, wie wir wahrgenommen werden wollen. Und als Erwachsene haben wir eine gewisse Routine da drin und wissen, wann wir welchen Hut aufsetzen, und spielen im Idealfall damit vielleicht ganz routiniert. Bei Kindern und Jugendlichen ist das eine ganz andere Sache. Da ist das Herausfinden, wie ich wirke, welche Rolle ich spiele, wie ich gesehen werden möchte, das ist ein ganz wichtiger Teil, ein ganz wichtiger Entwicklungsaufgabe auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Und da ist es natürlich ausgesprochen praktisch, dass TikTok und Snapchat und Instagram eine Fülle an Filtern bereithalten, mit denen ich mein Aussehen, mein Äußeres, sagen wir mal, variieren kann. Und wir fragen uns, wie authentisch ist bei der ganzen Inszenierung das, was wir in den Medien sehen und was wir von uns in den Medien zeigen. Und wie wirken sich Inszenierung und Manipulation besonders auf ein junges Publikum aus? Claudia hat die Kennzeichnungspflicht gerade schon angesprochen. In Norwegen müssen übrigens Werbefotos, bei denen Körperformen oder beispielsweise die Haut manipuliert worden ist, künftig als solche gekennzeichnet werden. Schließlich die Frage, wie gehen wir mit Lügengeschichten um? Gemeint sind solche Geschichten, die offenkundig erfunden sind, die aber Realität behaupten, und zwar in einer relativ überzeugenden Weise. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht eines sogenannten Paranormal-Formats, wo also die Existenz von Geistern, Gespenstern und Dämonen nicht nur nicht hinterfragt wird, sondern noch mit Authentizitätsbehauptungen versehen wird, indem etwa lauter Talking Heads eingespielt werden, also sogenannte Expertinnen und Experten, betroffene Rettungskräfte, die als Zeugen dienen und den Wahrheitsgehalt der Geschichte untermauern. Das Ganze wird meistens auch mehr oder weniger
dramatisch und eingängig inszeniert. Und wir fragen uns eben häufig, wie wirkt das auf Kinder und Jugendliche? Wird hier wissenschaftliche Rationalität untergraben? Oder kann man ihnen zutrauen? Und wenn ja, ab welchem Alter das Ganze als Fake zu erkennen? Wir gehen natürlich davon aus im Jugendmedienschutz, dass je älter, umso mehr diese Fähigkeit des Fake-Erkennens vorhanden ist. Erleben jetzt aber im Zusammenhang mit Corona und mit zahlreichen Verschwörungserzählungen, die kursieren, dass die Anfälligkeit hierfür mit 18 nicht aufhört. Ja, schon seit einer ganzen Weile sehen wir, dass in sozialen Netzwerken quasi jeder Beitrag, der mit Corona zu tun hat, mit einem Informationskasten hinterlegt ist. Das heißt also, dass man da möglichst schnell, möglichst neutrale Informationen findet. Dennoch kann uns natürlich niemand zwingen, in unserem Online-Profil auch die Wahrheit zu sagen. Und nur ein Bruchteil von der Desinformation, die wir online sehen, ist strafbar. Und auch das NetzDG hilft an dieser Stelle wenig. Deshalb müssen wir alle immer besser darin werden, glaubhafte Informationen und glaubwürdige Absender als solche zu erkennen. Und das müssen wir natürlich auch Kindern und Jugendlichen möglichst früh beibringen. Falschinformationen können unter Umständen sozialethisch desorientierend sein. Das ist unser Einstiegspunkt als Jugendschützer. Und an der Stelle fragen wir uns eben, wie viel Falschinformationen muss eine freiheitliche Gesellschaft aushalten? Und an welcher Stelle können wir mit der Perspektive des Jugendschutzes eingreifen und dort regulieren? Unsere Aufgabe ist nicht nur der Schutz, sondern auch die Förderung und Befähigung. Und ich denke, die Beispiele haben deutlich gemacht, dass wir alle Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene Kritikfähigkeit brauchen und das, was man neudeutsch Bullshit-Erkennungskompetenz nennt. Und deshalb engagieren wir uns als Selbstkontrollen sehr für die Medienbildung von jungen Menschen, von ihren Eltern und von Pädagoginnen und Pädagogen. Medien- und Nachrichtenkompetenz muss man lernen, muss man in der Praxis anwenden und möglichst ständig aktualisieren. Die FSF betreibt die Plattform Medienradar, die Lehrkräften, Unterrichtsmaterialien und verschiedene Playlisten für den Einsatz in verschiedenen Fächern bereitstellt. Auch unser Kooperationsprojekt Medien in die Schule setzt hier an und bietet Lehrerinnen und Lehrern aktuelles Unterrichtsmaterial rund um digitale Medien. Weitklick ist ein Fortbildungsangebot, mit dem die FSM Lehrkräfte dabei unterstützt, Desinformationen im Unterrichtsalltag besser einzubauen. Und außerdem haben wir zusammen mit vielen namhaften Partnern den Elternguide online aufgebaut, mit dem wir Eltern bei der Medienerziehung zu Hause helfen und aktuelle Trends und Beispiele aufgreifen. Ich denke, die Beispiele machen deutlich, dass es sich bei diesen Medienbildungsangeboten nicht um ein Nice-to-have handelt. Medienbildung und Medienkompetenzförderung ist ein unverzichtbarer Teil von politischer Bildung geworden und deswegen notwendig und dauerhaft förderungsbedürftig. Wir freuen uns deswegen auch auf den Input hier, wenn es darum geht, welche Kompetenzen benötigt werden in Bezug auf Wahrheiten und Halbwahrheiten oder auch auf Fake. Dankeschön. Der Mikat und Martin Rexler für diesen Aufriss und auch für die vielen Beispiele, die uns schon sehr gut in das Thema eingeführt haben. Das fast zuletzt Gesagte bringt uns dann auch zum nächsten Vortrag. Martin Rexler sprach davon, dass sich eben nicht alles verbieten lässt, dass wir viele verschiedene Wahrheiten, vielleicht auch Fake News, aushalten müssen in der freiheitlichen Mediendemokratie. Und die Frage lautet nun, wie geht man damit um, dass nicht alles verboten werden kann? Was macht man mit diesen vielen verschiedenen Perspektiven? Unser nächster Redner schaut sich dieses Phänomen genauer an. Er stellt fest, dass inzwischen so viele Wahrheiten kursieren, dass er gar von einem Zeitalter der Wahrheit spricht. Und wie diese miteinander korrespondieren, das untersucht er in seinem Forschungsgebiet der Praxeologie der Wahrheit. Ein noch junges Forschungsgebiet. Mehr Details jetzt von Bernhard Kleberg. Er ist Professor für Wissenschaftsgeschichte an der Universität Erfurt. Sein Vortrag ist aufgezeichnet und den sehen wir jetzt. Ja, einen schönen guten Tag allerseits. Ich freue mich, hier sprechen zu können zum Thema Das Zeitalter der Wahrheit, ein praxeologischer Blick.
aktuellen Diskussionen um die Wahrheit hören wir häufig die Diagnose, die Wahrheit sei tot, wir lebten in der Post-Truth-Era. Wenn wir uns allerdings umschauen, dann scheint die Wahrheit durchaus nicht da niederzuliegen, sondern ganz im Gegenteil recht jugendlich umherzusprechen. Als empirisches Phänomen jedenfalls ist Wahrheit keineswegs verschwunden. Sie taucht aller Orten und in aller Munde auf. Jede und jeder beruft sich auf sie, reklamiert sie für sich, klagt sie ein. Was sich in den aktuellen Debatten beobachten lässt, ist eine Vervielfältigung von Wahrheitsansprüchen, deren vehemente Verteidigung mit einer korrespondierenden Vielfalt von Glaubenssystemen im Zusammenhang zu stehen scheint. Wir leben im Zeitalter der Wahrheit, so meine These. Eine Diskussion dieser These sollte zunächst damit beginnen, die Wahrheit in den konkreten Situationen und Szenen aufzusuchen, in denen sie auftaucht, angerufen oder geleugnet wird. Denn sie ist stets in eine Praxis eingebettet, im Rahmen derer überhaupt erst entschieden wird, was als Wahrheit in Anspruch genommen oder der Kritik unterworfen wird. Und sie wechselt das Regime, folgt zum Beispiel den Logiken von Glaubensgemeinschaften, der Scientific Community oder der modernen Massenkommunikation. Und wenn sich mit dem Regimewechsel auch die Techniken und Verfahren der Wahrheitsfindung ändern, die Wahrheitsfiguren und Wahrheitstheorien, so steht zu fragen, ob sich damit auch das Verständnis und die Funktion von Wahrheit grundsätzlich ändern. Diesen Zusammenhängen widmet sich das Programm einer Praxeologie der Wahrheit. Ihr Ausgangspunkt ist zunächst die Annahme, dass die Konstitutionsprozesse von Wahrheit mit solchen von Subjektivität wechselseitig verschränkt sind und sich in actu beobachten lassen. So setzen Wahrheitsfindung und Berufung auf Wahrheit einerseits Subjektivierungsformen und Programme voraus, bedingen und befördern diese. Subjektivierungsprozesse andererseits sind ohne Bezugnahme auf bestimmte Wahrheitsformen nicht denkbar. Damit unterscheidet sich die Praxeologie der Wahrheit diametral von klassischen philosophischen Wahrheitstheorien, laut denen etwas, das wahr ist, immer und unabhängig von der Person, die das behauptet, gilt. Demgegenüber geht die Praxeologie der Wahrheit lediglich davon aus, dass es für das Funktionieren des Wahrheitsspiels unumgänglich ist, Wahrheit als Zeit- und Subjekt ungebunden in Anschlag zu bringen. Überzeitlich und überindividuell aber ist Wahrheit nur in den Spielregeln dieser Praxis. Die entscheidenden Fragen, die im Zusammenhang mit der Wahrheit gestellt werden müssen, sind demnach, wann und wer? Wann wird Wahrheit ins Spiel gebracht? Wer bringt sie ins Spiel? Und, so müsste man weiterfragen, was für einen Effekt hat das? Was passiert, wenn sich jemand auf die Wahrheit beruft? Was bedeutet das für die beteiligten Personen? Um diese Fragen zu beantworten und den historischen Wandel von Wahrheitsregimes sichtbar zu machen, unterscheiden wir drei zentrale analytische Parameter eines Doing Truth. Wahrheitsszene, Wahrheitsfiguren und Wahrheitsassemblagen, zum Beispiel der Prozess, die Richterin und das Gericht, die Prophezeiung, der Prophet und das Orakel, das Verhör, die Kriminalistin, die Ermittlung, etc. Die Entstehung oder Ablösung neuer Wahrheitsszenen, der damit verbundenen Skripte und Verfahren, die Entstehung und Ablösung von zum Beispiel bestimmten hegemonialen Wahrheitsfiguren und der mit ihnen jeweils verbundenen Eigenschaften wie Gottesnähe, Wahrhaftigkeit, Akkuratesse, lassen die historischen Dimensionen der Assemblagen von Wahrheitspraktiken, ihrer Theoretisierung und Institutionalisierung in verschiedenen Wahrheitsregimen zutage treten. So liefert etwa die aktuelle Destabilisierung der Wahrheitsfiguren der WissenschaftlerInnen und der JournalistInnen Hinweise auf einen Wandel von Wahrheitsregimes, den auch die noch junge korrespondenztheoretische Praktik des Faktencheckens zu belegen scheint. Die praxeologischen Parameter der Szene, Figur und Assemblage lassen sich anhand einer Gerichtsszene verdeutlichen. Bei einem Gericht haben wir es mit einer Wahrheitsassemblage zu tun, einer spezifischen Verschränkung von Akteuren und Dingen im Rahmen eines institutionalisierten Wahrheitsregimes, zum Beispiel der deutschen Rechtspraxis. Hier treffen verschiedene Wahrheitsfiguren aufeinander, unter anderem zum Beispiel die klassischen Figuren des Richters und des Zeugen, die noch relativ junge Figur der Sachverständigen etc. Der Prozess als Wahrheitsszene setzt bei einer bestimmten, auch räumlich repräsentierten Subjektkonstellation an, verwendet bestimmte Medien, verfährt mittels bestimmter Praktiken und folgt einem bestimmten Skript, den Verfahrensschritten. Auch eine Gerichtsverhandlung ist dabei nicht lediglich eine Szene, im Rahmen derer über Wahrheit entschieden wird. Hier werden vielmehr durch Anrufung der Wahrheit Subjekte zugerichtet, bewertet und eingeordnet. Das beginnt bereits mit der Aufforderung, schwören Sie die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit, so wahr Ihnen Gott helfe.
mit der der Zeuge im Hinblick auf seine Wahrheitsfähigkeit subjektiviert wird. Für die Praxeologie der Wahrheit ist dies der vielleicht entscheidende Punkt. Die Berufung auf Wahrheit setzt etwas in Gang. Es macht kaum Sinn, die Wahrheit, um die es hier geht, als etwas Überzeitliches und Subjektungebundenes zu begreifen. In dieser Szene bedeutet die Anrufung der Wahrheit vielmehr Stress bzw. sozialen Druck, sich zu etwas zu bekennen, sich konform zu verhalten. Wenn nun die Anrufung der Wahrheit Stress produziert, eskalieren wirkt, da sie eine Weise ist, jemanden dazu zu nötigen, sich zu positionieren, dann lässt sie sich auch als eine identitätspolitische Technik begreifen, die zur Integration sozialer Gruppen führt, die in einen Deutungsstreit um die Realität treten. Insofern stimmt die Aussage, dass es keine Wahrheit im Plural geben kann, allerdings nicht, weil die Wahrheit unteilbar und universal, überzeitlich und übersubjektiv gültig wäre, denn sie ist weder ontologisch noch epistemologisch zu bestimmen. Wahrheit ist weder etwas, das wir entbergen müssen, das ans Licht kommt, das triumphiert, noch gibt es so viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt. Wahrheit ist schlicht ein sozialer Operator. Versteht man Wahrheit als einen sozialen Operator, der im Rahmen spezifischer Assemblagen auf eine bestimmte Weise wirkt, dann geraten natürlich vor allem die sozialen Medien in den Blick. In dieser Hinsicht sind vor allem zwei Dinge interessant. Erstens deren spezifische Aufmerksamkeitsökonomien und zweitens die sozialpsychologischen Effekte der Anrufung von Wahrheit in diesem Rahmen. Zunächst zur Sozialpsychologie. Es gibt eine Spruchweisheit, Wahrheit tut weh, die tatsächlich wahr zu sein scheint, denn sie verweist darauf, dass die Frage nach der Wahrheit eine Irritation der präreflexiven Praxis darstellt und gegebenenfalls ein Unwohlsein im Sinne der Theorie der kognitiven Dissonanz hervorruft. Wird mit der Wahrheit einer Position auch die Stellung eines Subjekts angegriffen, so erzeugt dies eine Dissonanz, die entweder durch Revision der betreffenden Position oder durch Vergrößerung der sozialen Gruppe, innerhalb derer die Position geteilt wird, reduziert werden kann. Die soziale Gruppe, so sagt das der Begründer dieser Theorie, Leon Festinger, stellt sowohl eine Quelle kognitiver Dissonanz wie auch ihrer Beseitigung dar. Einerseits können abweichende Meinungen Dissonanz induzieren. Andererseits, ich zitiere, besteht einer der effektivsten Wege der Beseitigung von Dissonanz darin, Personen zu finden, die mit den Kognitionen übereinstimmen, die man beizubehalten und aufrechtzuerhalten wünscht. Zitat Ende. Ein Streit über die Wahrheit von Aussagen oder Überzeugungen induziert also Dissonanz, die durch Integration oder Bildung neuer sozialer Gruppen reduziert werden kann. Im Zeitalter der Social Media hat dieser Ansatz nun ein neues Gewicht bekommen, denn je leichter die Zirkulation von Glaubensinhalten und je leichter der Prozess der Erweiterung einer sozialen Gruppe, desto effektiver die Dissonanzreduktion und damit auch die Aufrechterhaltung eines Glaubenssystems. Und die Social Media bieten genau einen solchen unmittelbar und einfach zugänglichen, idealen Resonanzraum konsonanter Kognition. Gleichzeitig, und auch dies ist von entscheidender Bedeutung für zeitdiagnostische Überlegungen, bedeuten das Anwachsen, die Stabilisierung und die Vervielfältigung sozialer Gruppen und ihrer je eigenen Glaubenssysteme eine Zunahme potenziell abweichender Kognition und damit eine Zunahme von Dissonanz. Und damit verändert sich auch die Kommunikations- und Konfliktkultur und es wird ein Prozess positiver Rückkopplung in Gang gesetzt, in dem sich die Zunahme von Dissonanz und deren Überwindung selbst verstärken. Dieser Prozess wird nun aufgrund der Logik der digitalen Wahrheitskommunikation noch forciert. Neben der Delegitimierung uns vertrauter moderner Wahrheitsfiguren wie der der WissenschaftlerInnen oder der JournalistInnen lässt sich eine Dezentralisierung, Multiplikation und Demokratisierung von Kommunikation bzw. ihren Kanälen beobachten mit einer bis dato unbekannten Fülle an Aussagen mit Wahrheitsanspruch, denen bereits aufgrund ihrer schieren Menge nicht mehr mit den klassischen Überprüfungsverfahren begegnet werden kann. Eine solche Big Data Truth oder Wahrheit 2.0 hat weniger etwas mit altehrwürdigen philosophischen Erkenntnislehren als vielmehr mit algorithmisch gesteuerten Aufmerksamkeitsökonomien zu tun. In einer Zeit ungefilterter, direkter Kommunikation und immer leichter zugänglicher Informationen folgen selbst wissenschaftliche Tatsachen und das, was als solche präsentiert wird, zunehmend dem Code von Information, Nichtinformation, der bereits das System der modernen Massenmedien kennzeichnet, wie das Niklas Luhmann gesagt hat.
Selekturen wie Überraschung, Konflikt oder Normverstöße zeigen sehr deutlich, wie Wahrheitsszenen und die sie beflügelnden kognitiven Dissonanzen heute funktionieren. Als Eskalationsmaschine führt die Anrufung von Wahrheit zu Konflikten. Und die Zurückweisung von Informationen, die mit den herrschenden Normen eines Wahrheitsregimes korrespondieren, kann Aufmerksamkeit generieren, so sie zum Beispiel als skandalös verstanden wird und damit ein Gefühl der gemeinsamen Betroffenheit und Entrüstung erzeugt. Wenn Informationen zirkulieren, heißt das, kann ihnen also erneut Nachrichtenwert verliehen werden, indem sie als wahr oder falsch qualifiziert werden. Denn so können Reaktionen hervorgerufen, die den Nachrichtenwert lebendig halten. Und angesichts des digitalen Strukturwandels der Öffentlichkeit muss diese bereits für die klassischen Massenmedien geltende Analyse sogar noch zugespitzt werden, denn die Funktionsweisen von Suchmaschinen und Social Media ermöglichen eine weiter beschleunigte Zirkulation von Informationen und eine Vervielfältigung der nun zusammenfallenden Autorenadressaten von Nachrichten. Auch das Wahrheitsspiel um Fake News, der Tanz der Faktenchecker um wahr und falsch, generiert selbst wieder Aufmerksamkeit und zeitlich natürlich auch ökonomische Effekte, teilweise automatisch in Form algorithmisch gesteuerter Selbstverstärkungsprozesse. Dass politische Positionen aufgrund der niedrigen Kosten der Partizipation am politischen Diskurs extremer werden, wie Philipp Manow mit Blick auf die Logik der digitalisierten Demokratie argumentiert, ist also nur die eine Seite der Medaille. Die im Rahmen von Wahrheitsszenen ausgelösten kognitiven und sozialen Prozesse sind die andere, denn die Stabilisierung von Gemeinschaften und ihrer je spezifischen Identitäten kann gerade durch die Grenzziehung zwischen wahr und falsch gefördert werden. So ist die Anrufung von Wahrheit zugleich Ursache und Konsequenz gesellschaftlicher Desintegration, Ausdruck und Verstärker einer Zersplitterung von Glaubenssystemen und einer Polarisierung politischer Auseinandersetzung im Sinne des Freund-Feind-Denkens Karl Schmitz. Ebenso wie die Moralisierung vertreibt die Anrufung von Wahrheit damit die politische Auseinandersetzung von der Sachebene, vertreibt die Diplomatie, die Verhandlung, den Kompromiss. Sie zerstört mit der Offenheit von Wissen ebenso die Voraussetzung für epistemische Normalität wie mit der Flexibilität von Geltungsansprüchen die Voraussetzung des Fortbestands normativer Geltung. Und um diese Zusammenhänge analytisch handhabbar zu machen, so der Vorschlag, müssen wir uns auf die entsprechenden Akteure und ihre Praktiken, eben auf das Doing Truth, konzentrieren. Vielen Dank. Herzlichen Dank an Bernhard Kleeberg, Professor für Wissenschaftsgeschichte an der Universität Erfurt. Da haben wir schon mal eine Menge Diskussionsstoff, den wir hier besprechen können. Und dazu begrüße ich jetzt live vor Ort die weiteren Vortragenden dieser Tagung. An meiner Seite rechts Dr. Markus Appel, der ist Psychologe und Medienforscher, Professor für Kommunikationspsychologie und neue Medien an der Universität Würzburg. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Freue mich. Dann an der anderen Seite David Assmann, freier Filmkritiker, Filmemacher und Filmwissenschaftler. Herzlich willkommen. Und uns zugeschaltet per Zoom Dr. Jürgen Nielsen-Sikora. Er ist Professor für Bildungsphilosophie an der Universität Siegen. Herzlich willkommen. Hallo nach Siegen. Hallo. Ich höre Sie nicht, aber ich sehe Sie schon mal. Das ist schon mal gut. Wahrheit als sozialer Operator. Wahrheit ist immer subjektgebunden. Wir haben eine Vielfalt an Wahrheitsansprüchen und eine Delegitimierung vertrauter Wahrheitsfiguren. Das sind Stichworte, die ich mir hier notiert habe während des Vortrags von Bernhard Kleeberg und die das Phänomen zumindest aus meiner Sicht komplett anders beschreiben, als wir es vielleicht in der Schule gelernt haben. Da war Wahrheit noch ein Thema der klassischen Philosophie, die von der Suche nach subjektungebundenen, zeitlosen, allgemeingültigen Wahrheiten beziehungsweise der Wahrheit getrieben war. Das stellt sich für Bernhard Kleeberg anders dar. Und so ist dann auch eine wichtige Handlungsempfehlung von ihm. Schaut auf die Akteure und die Praktiken, die mit der Wahrheit verbunden sind. Doing Truth nennt er das. Und nur so kann man vielleicht zu einer gemeinsamen Wahrheit kommen oder zumindest zu einer Verständigung in dieser doch sehr komplizierten und komplexen Welt. Was diese Zustandsbeschreibung und die Handlungsempfehlung für die Medien und den Jugendschutz bedeuten, das wollen wir am Ende dieser Tagung auf jeden Fall noch besprechen. Da werden wir den Bogen schließen zum Anfang. Zunächst wollen wir die Analyse der aktuellen Kommunikationssituation noch etwas vertiefen und allgemein fragen, wie kommen wir aus dieser Vielfalt an Wahrheiten, ich sag's mal salopp, auf einen grünen Zweig?
Ich möchte mal die Wissenschaftsjournalistin Maite Nguyen Kim zitieren. Sie sagt, wenn wir uns nicht mehr darauf verlassen können, was jetzt stimmt oder nicht, das ist der Verlust von Freiheit für mich. Eine drastische Aussage, wie ich finde. Was also tun? Professor Jürgen Nielsen-Sikora hat in einem sehr lesenswerten Artikel auf die um sich greifende Ungewissheit aufmerksam gemacht, die wir in unserer Gesellschaft beobachten können und die die Möglichkeit, einen Konsens zu finden, wahrscheinlich noch erschwert. Welche Vorschläge er dennoch hat, das erklärt er uns jetzt. Ich bin sehr gespannt auf Ihren Vortrag und auf Ihre Vorschläge für den Umgang mit der Situation. Und Sie haben jetzt das Wort. Ja, guten Tag nach Berlin. Hallo. Ich hoffe, Sie hören mich jetzt. Ich hatte das Mikro vorhin nicht an. Ja. Vielen Dank für die Vorstellung. Ich möchte im Folgenden eine These verfolgen, die bei dem Kollegen Kleeberg bereits anklang und die ich vielleicht ein bisschen konkretisieren kann. Die These lautet, der durch die digitalen Medien veränderte Charakter von Öffentlichkeit verlangt die Einübung in die argumentative Hinterfragung des Selbstverständlichen, um zwischen Wahrheiten im digitalen Dschungel und argumentativ überprüf- und damit verantwortbarer Wahrheit unterscheiden zu können. Und ich möchte diese These in drei Schritten Ihnen etwas näher bringen. In einem ersten Schritt werde ich Ihnen ein Gleichnis vorstellen, das unmittelbar auch an das anknüpft, was Herr Kleeberg gesagt hat. Und ich will das versuchen, so ein bisschen plastisch zu machen. Das ist ja gewissermaßen eine Illustration dessen, worüber wir hier auch diskutieren werden in den nächsten beiden Stunden. In einem zweiten Schritt möchte ich dann die gegenwärtige Situation ein wenig genauer beleuchten. Auch das ist bereits in Ihrer Anmoderation angeklungen. Und in einem dritten Schritt dann fragen, ja, welche Herausforderungen für die Medienbildung sind oder gehen damit einher? Welche pädagogische Aufgabe haben wir? Auch das ist ja eines der Themen, die uns hier beschäftigen wird. Ich komme damit direkt zu meinem ersten Schritt und zu der zweiten Folie, die Sie gerne einblenden dürfen. Ich rekurriere hier auf ein altes Gleichnis, das aus dem asiatischen Raum kommt. Es gibt eine ganze Menge von Variationen dieses Gleichnisses. Also die Anzahl der Protagonisten in diesem Gleichnis ist immer wieder unterschiedlich. Auch die Ausmaße des Streits, der geschildert wird, sind unterschiedlich. Aber im Grunde genommen geht es immer um die gleiche Geschichte. Ich habe hier ein Beispiel gewählt, wo dieses Gleichnis in einem Kinderbuch dargelegt wird, weil ich das ist eine sehr, sehr schöne Illustration des Problems, mit dem wir uns jetzt beschäftigen werden. Und ich werde Ihnen das Gleichnis kurz vorstellen und dieses Gleichnis dann im Anschluss diskutieren. Die Geschichte geht folgendermaßen. Eine Gruppe von 5 blinden Wissenschaftlern liegt unter der Sonne und denkt darüber nach, was Wahrheit ist. Plötzlich taucht ein Elefant auf und nimmt diesen Wissenschaftlern das Licht weg. Also sie können die Sonne wahrnehmen, sie sehen natürlich nichts, aber sie haben ein Gespür dafür, was Licht ist, und dieser Elefant nimmt ihnen das Licht nun weg. Die Wissenschaftler untersuchen das Tier, ohne zu ahnen, dass es sich um einen Elefanten handelt. Jeder Wissenschaftler untersucht jedoch ein anderes Körperteil des Tiers, das heißt, jeder nur einen Teil, zum Beispiel das Bein oder den Rüssel oder den Schwanz und so weiter. Sie kommen bei dieser Untersuchung zu sehr unterschiedlichen Auffassungen darüber, worum es sich handeln könnte. Der eine Wissenschaftler meint nun, es handelt sich um einen Berg. Der nächste Wissenschaftler sagt, es geht hierbei um einen Baumstamm. Der dritte sagt, es ist ein Feuerwehrschlauch und so weiter. Wir haben also ganz unterschiedliche Auffassungen von Wirklichkeit. Und darüber geraten diese 5 Wissenschaftler in Streit. Und dieser Streit eskaliert. Und irgendwann wird es dem Elefanten zu laut und das Tier verschwindet wieder. Mit ihm dann auch der Schatten, den es warf. Und das befriedigt jetzt zunächst mal die Wissenschaftler, die sich dann wieder in die Sonne legen und den Tag genießen. Als jetzt einige Zeit später der Zirkusdirektor auftaucht und aufgeregt fragt, ob die Wissenschaftler einen Elefanten gesehen hätten,
verneinen dies allesamt. Ein Elefant sei ihnen nicht begegnet und das sei absolut die Wahrheit. Sie haben also überhaupt keinen Zweifel an ihrem eigenen Wahrheitsanspruch. Zum einen, dass sie das, was sie da untersucht haben, mit dem übereinstimmt, was sie den anderen kundgetan haben und dass es sich auf keinen Fall um einen Elefanten handelt. Man sieht an diesem Beispiel, dass sie also nicht in der Lage waren, die einzelnen Puzzleteile zusammenzufügen und gewissermaßen ein Gesamtbild der Situation zu kreieren. Also weil jeder eben nur einen bestimmten Blick auf die Dinge gehabt hat. Sie schaffen es nicht, das als Ganzes zusammenzusetzen. Wie kann man diese Situation nun deuten? Ich denke, der Elefant, das ist klar, steht für die Realität, in der wir leben. Und die Blindheit der Wissenschaftler ist eine Metapher für die Unmöglichkeit, die Wahrheit subjektiv zu bestimmen. Subjektive Sichtweisen auf Realität sind sicherlich notwendig, aber sie sind keine hinreichende Bedingung für Erkenntnis. Das ist ja auch das, was Herr Klebeck in seinem Vortrag bereits angedeutet hat, dass wir uns sozusagen auf die Praxis konzentrieren müssen und subjektive Sichtweisen als Wahrheitsansprüche kenntlich machen müssen und sozusagen in einen Diskurs einsteigen darüber, was wir denn für wahr halten. Die Wissenschaftler, so könnte man sagen, haben also subjektive Gewissheit darüber, was sie da untersuchen. Sie sind zweifellos von der Sache überzeugt, ganz unabhängig davon, wie diese Überzeugung zustande kam. Da spielen sicherlich auch so etwas wie Erfahrungshorizonte, die eigene Biografie, natürlich auch das, womit man sich beschäftigt hat, eine Rolle. Ja, all das wirkt ja mit hinein in meine Überzeugung, was ich für wahr halte. Und sie halten nun mal ihre Deutung für wahr. Erst wenn sie ihre subjektive Gewissheit oder für ihre subjektive Gewissheit Gründe angeben können, für das eigene Überzeugtsein, erst dann kann es so etwas wie eine Rechtfertigung auch der eigenen Überzeugung kommen. Ja, also wenn ich gegenüber anderen Gründe für meine Überzeugung angebe, dann wird Gewissheit gewissermaßen zu einem objektiv teilbaren Sachverhalt und als solcher dann zu einem wesentlichen Merkmal von Wissen. Natürlich können Begründungen auch blinde Flecken enthalten, das ist keine Frage. Wir werden wahrscheinlich nie alle Gründe und alle Argumente auf den Tisch legen können. Aber das, was uns zur Verfügung steht, darauf sollten wir zumindest rekurrieren und deutlich machen, was wir für wahr halten, um zu einem Wissen zu gelangen. Nun haben wir gehört bereits in der Anmoderation von Herrn Drexler, dass im Grunde genommen das Wissen heute vornehmlich durch Medien auch vermittelt wird. Niklas Luhmann, den Herr Kleberg auch schon zitiert hatte, sagt, dass wir ja im Grunde genommen wissen wir, dass wir alles, was wir wissen, aus den Medien wissen und die uns zugleich dieses Wissen vernebeln, weil sie uns ein zu viel an Wissen präsentieren. Ja, also diese unheimliche Informationsfülle tut sich wieder eine ganz neue Dimension auch des Unwissens auf und der Ungewissheit. Deshalb kommt es darauf an, subjektive Gewissheit am anderen zu prüfen. Also die Wissenschaftler hätten sich sozusagen mit den Überzeugungen der anderen auseinandersetzen müssen, durch sprachliche Mitteilung etwa, durch Kommunikation und Argumentation. Bei den Wissenschaftlern in dem Beispiel bleibt das leider aus. Sie führen keinen wissenschaftlichen Diskurs, sondern sonnen sich gewissermaßen im eigenen Dafürhalten. Ja, sie verteidigen ihre Behauptung nicht, dass x gleich y, dass das, was sie da wahrnehmen, nur ein Teil eben der Wirklichkeit ist. Ja, im Grunde genommen ist es... Bitte? Ich hatte gerade was im Ohr, deswegen Entschuldigung. Also im Grunde genommen sind es Behauptungen, die sie aufstellen. Ich behaupte, dass x gleich y, ich behaupte, dass das, was ich wahrnehme, der Rüssel oder ein Schlauch ist oder ein Berg oder was auch immer und eben nicht der Rüssel eines Elefanten. Das wirft, und damit komme ich zu meinem zweiten Schritt und zu der zweiten Folie, die Sie gern einblenden dürfen, genau. Dies wirft eine Frage auf, und zwar,
lässt sich in Zeiten, die immer unsicherer werden oder unsicherer zu werden drohen, auch unübersichtlicher, zerrissener, brüchiger und so weiter, überhaupt noch an einer Idee von Wahrheit festhalten? Hat das Streben der Subjekte nach Wissen nicht zusehends an Kraft eingebüßt und schließlich ist intersubjektiv vermittelte Erkenntnis nicht eigentlich im Kurs gesunken? Das scheint zumindest so und hängt wohl auch damit zusammen, dass Wissen wesentlich komplexer, das Streben danach insofern mühseliger geworden ist. Wenn ich sozusagen auf meinen eigenen Beruf, die Wissenschaft, rekurrieren darf, dann muss man sagen, dass das Verhältnis der Wissenschaft zum Wissen durchaus ambivalent ist. Denn Wissenschaft braucht grundsätzlich das Nichtwissen und Ungewissheiten, um überhaupt die Arbeit aufnehmen zu können. Andererseits soll genau dieses Nichtwissen durch wissenschaftliche Forschung überwunden werden, wobei dann jede mühsam errungene Gewissheit wiederum neues Nichtwissen bzw. neue Ungewissheiten freisetzt und die Suche nach Antworten auf ungeklärte Sachverhalte dann von vorn beginnen lässt. Das ist das, was wir als Scientific Community bezeichnen, diese ewige Suche nach Wahrheit und den ewigen Diskurs, den wir führen. Allerdings bedarf es auch bestimmter Gewissheiten, mithilfe derer die Suche nach Antworten überhaupt begonnen werden kann. Denn wer absolut keine Gewissheiten besitzt, weiß nicht einmal mehr, wonach er eigentlich sucht. Das heißt also, wenn wir versuchen, Wissen, Wahrheit zu bestimmen, bedarf es einerseits eben des Diskurses darüber, was wir für wahr halten. Und es bedarf zugleich der Abgrenzung dessen, was sozusagen unreflektiert einfach als Überzeugung angenommen wird, ohne das weiter zu begründen. Also ich bin der Überzeugung, dass XY, sehe mich aber nicht gezwungen, dir oder euch gegenüber das deutlich zu machen oder weshalb ich dieser Überzeugung bin. Das ist das eine, also die absolute Gewissheit, die dann nicht hinterfragt wird. Und auf der anderen Seite der absolute Zweifel, der dem Wissen und der Wahrheit auch entgegensteht. Denn wer an allem zweifelt, der wird überhaupt nie zu einem Wissen oder zur Wahrheit gelangen, wenn ich alles in Frage stelle. Man könnte sagen, dass wir im 21. Jahrhundert in einer Situation sind, die Michiko Kakutani als den Tod der Wahrheit bezeichnet hat. Auch das ist bei Herrn Kleeberg bereits angeklungen. Wir seien diesem Tod der Wahrheit sehr nahe. Und das ist in der Tat so, dass wenn man sozusagen am klassischen Bild von Wahrheit festhält, ist das in der Tat so, also einem zeitlosen, festgelegten, ewig festgelegten und einer dogmatischen Wahrheit, wie das in der Antike der Fall war, aber zum Teil auch noch in der Philosophiegeschichte des 20. Jahrhunderts, also wo dann etwas entborgen werden musste, die Unverborgenheit oder das Licht, was erblickt werden musste und so weiter, oder Gott oder wie auch immer. Dieser Wahrheit haben wir längst Valet gesagt. Gewissheiten sind zunehmend fragwürdig geworden. Diese Situation im 21. Jahrhundert ist für viele Menschen eine Belastung, denn die wachsende Ungewissheit ist für viele schwer zu ertragen. Und die Folge ist das, was der Kollege Bernhard Pörksen als große Gereiztheit bezeichnet hat vor einigen Jahren. Das heißt also, das Denken im Fettdruck, Kommentare in Großbuchstaben in den sozialen Medien, versetzt mit einer Unmenge von Ausrufezeichen, zum Teil skurrile Wahrheitsansprüche, die auf uns einprasseln und so weiter. Diese große Gereiztheit, von der Pörksen spricht, hängt damit zusammen, dass die digitalen Medien das Wesen von Öffentlichkeit eben verändern. Das heißt, Diskursfilter und Informationskontrollen sind weggebrochen, ja, wie das früher in den klassischen Medien der Fall war, wo ein Redakteur, eine Redaktion das sozusagen gefiltert hat. Heute ist jeder Smartphone-Besitzer gewissermaßen ein eigener Sender und das bedeutet eben wachsende Ungewissheit, wohin man schaut, ein Universum frei umherwirbelnder, beliebig kombinierbarer Daten und Zeichen und so weiter. Frei erfundene Behauptungen werden als Nachrichten, als Wahrheiten, als neue Gewissheit präsentiert und erregen damit virtuelle Fieberschübe, die eine Sehnsucht nach verloren gegangener Gewissheit zum Ausdruck bringen. Wenn also offenkundig falsche Behauptungen für wahr gehalten werden, hat das weitreichende Konsequenzen,
politische Blasenbildung, etwa kollektive Realitätsverluste und so weiter. Die Aufmerksamkeit, also Klickköder in den sozialen Medien, übersteigt dann manchmal die Substanz der Angelegenheit. Das heißt, der Elefant bläht sich unendlich groß auf, wird zu einem Riesen und ein kleiner Nadelstich bringt das Ganze dann zum Platzen. Inzwischen existieren unzählige simultan präsente Parallelöffentlichkeiten. Das heißt also nicht nur Fernsehbilder, sondern auch Nachrichtenticker, Mails, Facebook, News, Twitter und Eilmeldungen. Ja, man könnte sagen, ein diffuses Geraune, oftmals ohne wirkliche Belege. Was kann man dem entgegensetzen? Ich komme damit zu meinem dritten Punkt und der dritten Folie. Was ist die pädagogische Aufgabe? Was sind die Herausforderungen der Medienbildung? Man muss, so Perksen, die Bedingungen der Situation und den besonderen Kontext kennen, die Quellenlage prüfen und sich in der Hermeneutik schulen, um zu entscheiden, ob die Normverletzung gerechtfertigt und die Entrüstung angebracht ist. Wobei, worum geht es hierbei also? Es geht, so mein Fazit, hierbei vor allen Dingen um publizistische Selbstkontrolle, die durch die Orientierung an der Wahrheit geleitet ist. Es geht also darum, zu recherchieren, skeptisch zu sein, auch gegenüber sich selbst, Informationen in Frage zu stellen, Urteile mit Bedacht zu fällen. Es geht darum, Argumentationen einzuüben, andere Perspektiven einzunehmen und Kompromisse zu suchen. Hannah Arendt hat mal gesagt, Pluralität ist das Gesetz der Erde und das ist sicherlich ein Punkt, der uns wieder zu Bewusstsein kommen sollte, dass es eben eine Vielfalt an Sichtweisen gibt, die wir gegeneinander abwägen müssen. Es geht also darum, ein Gespür für Relevanz und Nuancen zu entwickeln, Informationen wieder zu gewichten, Aufmerksamkeit und konzentriert zu sein, einen Sinn für Angemessenheit gepaart mit Reflexionsvermögen und Problembewusstsein sind in meinen Augen in diesem Zusammenhang entscheidende Aspekte einer Medienbildung. Und man muss in diesem Kontext sicherlich auch bereit sein, Ambivalenzen auszuhalten. Also wir haben eben darüber gesprochen, dass vieles an Fiktion dann für Realität gehalten wird. Ne? Das ist in der Kunst und in der Filmbranche natürlich etwas, womit auch gespielt wird und was auch wahnsinnig faszinierend sein kann. Aber das eben unterscheiden zu können, was ist Spiel und was ist Ernst, das ist sicherlich etwas, was ganz entscheidend sein wird. Eine solche Bildung wäre letzten Endes die Antwort auf eine hochkomplexe Welt, in der das rasche Zuhandensein eindeutiger und somit gesicherter, von unerschütterlicher Gewissheit getragener Sachverhalte allenfalls dann möglich ist, wenn man offen für die Argumente anderer bleibt und Ungewissheiten auszuhalten bereit ist. Also keine Wahrheitsobsession, ja, sondern wirklich auch sich sozusagen der Offenheit der Diskussion zu stellen. Nimmt man also Ungewissheiten im wissenschaftlichen Diskurs ernst oder überhaupt im Diskurs, dann stellt sich also die Frage nach dem methodischen Vorgehen. Und dieses Vorgehen, das auf die Ungewissheit produzierende Reflexivität der Moderne angemessen zu reagieren, imstande ist. Meines Erachtens kann dies am ehesten gelingen, indem man Perksons Idee einer redaktionellen Gesellschaft nochmals aufgreift und die Bedingungen der Möglichkeit intersubjektiv gültiger Argumentation in diesem Zusammenhang offenlegt. Das bedeutet, zu zeigen, inwieweit Autoren auf durch Ungewissheit verursachte Problemlagen immer nach diskursiver Rechtfertigung und verantwortungsgetränktem Handeln verlangen. Das heißt letzten Endes, dass wir uns einer Sinnverständigung über Wahrheitsansprüche stellen müssen. Was in diesem Zusammenhang Not tut, ist also die Reflexion der eigenen Geltungsansprüche. Wir müssen Begründungen für Wahrheiten liefern können und zur Rechtfertigung bereit sein. Es gilt also, die Verantwortung für subjektive Urteile zu übernehmen, und zwar gegenüber den anderen, die möglicherweise anderer Auffassung sind. Siehe diese 5 Wissenschaftler. Es geht also darum, Rede und Antwort zu stehen und sich zu rechtfertigen. Meinungen, Behauptungen sind wichtig, ja, aber sie sind eben nicht hinreichend. Sie bilden noch kein Urteil. Urteilsfähigkeit ist erst das, was letzten Endes den Sinn der Verantwortung ausmacht. Der autonomes, über den eigenen Tellerrand hinausschauendes menschliches Handeln impliziert. Es setzt also voraus, dass jemand für sein Handeln, und das heißt auch für seine Rede, sowohl gegenüber sich selbst als auch gegenüber allen denkbaren anderen Rechenschaft ablegen und Gründe seines Handelns angeben kann.
die Verantwortung des Publikums, der User, der Öffentlichkeit? Das wäre jetzt die Frage am Schluss. Ja, die gibt es, glaube ich. Sie besteht meines Erachtens in kritischer Recherche, in wohldosierter Skepsis, der Infragestellung des Selbstverständlichen, der Diskursorientierung und eben der Fähigkeit abzuwägen. Ach so, übrigens, haben Sie hier irgendwo einen Elefanten gesehen? Ich nicht. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Professor Nielsen-Sekura. Ich würde, bevor wir gleich auf die Verantwortung der Medien und auch von uns allen zu sprechen kommen, kurz den Ball nochmal an die Wissenschaft zurückspielen wollen. Denn spannend ist ja auch, wie Wissenschaft selbst das Thema Wahrheit handhabt. Sie hatten mir, als wir uns unterhielten, gesagt, die Geisteswissenschaften sind selbst ein bisschen schuld daran, dass wir jetzt so eine Kakophonie haben und so eine Infragestellung, ob es Wahrheit gibt oder wie man die verschiedenen Wahrheiten miteinander bringt. Sie sagen, man habe den wissenschaftlichen Diskurs der Wahrheit aufgegeben, zumindest zwischenzeitlich. Was ist da passiert? Ja, als ich in den 90er Jahren Philosophie studiert habe, war sozusagen der Nachklang des ganzen postmodernen, der ganzen postmodernen Diskurse und der Konstruktivismus noch sehr en vogue. Und ich glaube, dass man könnte also ein bisschen ketzerisch zumindest behaupten, dass wir im Grunde genommen in einer Welt leben, die der Konstruktivismus bereits Jahrzehnte vorher immer propagiert hat, dass wir gewissermaßen Realität konstruieren, rekonstruieren, zum Teil auch natürlich dekonstruieren müssen. Aber wenn alles gewissermaßen ein Konstrukt ist, dann stellt sich natürlich die Frage, was ist mit dieser Behauptung selbst? Ist das auch nur ein Konstrukt? Also diese Selbstwidersprüchlichkeit ist reflexiv nie eingeholt worden. Und manchmal habe ich so das Gefühl, und das war das, was ich im Gespräch mit Ihnen gesagt habe, habe ich das Gefühl, dass sozusagen die Öffentlichkeit oder überhaupt die Diskussion letzten Endes in der Gesellschaft genau so funktioniert, dass alle... alles für ein Konstrukt halten, aber niemand mehr so wirklich bereit ist, sich auf die Dinge zu fokussieren, hinter die wir vielleicht nicht zurück können. Ja, also da würde ich sagen, dass das ja eben, ich muss auf das reflektieren, was ich selbst in Anspruch nehme. Ne? Sinn und Geltung für meine eigenen Behauptungen. Und wenn ich das aufgebe, dann wird es schwer, überhaupt noch Kommunikation letzten Endes aufrechtzuerhalten oder sinnvolle Kommunikation aufrechtzuerhalten. Das heißt, jeder muss Verantwortung für seine subjektive Wahrheit übernehmen und die eigene Wahrheit zur Prüfung stellen, hatten Sie auch gesagt, die Methoden offenlegen, aber es muss ja irgendwie vermittelt und auch gelehrt werden. Der Diskurs muss als Methode gelehrt und gelernt werden. Wo kann denn sowas stattfinden? Werden die Medien beispielsweise so ein Ort dafür? Auf jeden Fall. Also ich denke, in den Medien ist es absolut wichtig, sowas zu machen, natürlich in den Schulen und Hochschulen auch. Und in den Universitäten, aber auch in den Medien. Und es gibt natürlich auch gute Beispiele dafür. Ne? Also die seriösen Medien, die klassischen Medien, natürlich, die an die Wahrheitsansprüche letzten Endes auch verfolgen, die intensiv recherchieren, auch wenn vieles natürlich schnell gehen muss. Da haben wir als Wissenschaftler natürlich oftmals mehr Zeit. Aber grundsätzlich die seriösen Medien sind darum bemüht, aber es gibt auch ganz neue Formate, auch in den sozialen Medien, also auf YouTube, wenn ich zum Beispiel sehe, Sie haben sie eben schon angesprochen, Mighty, die ich ganz großartig finde, wie sie das auch didaktisch sozusagen runterbricht und für ein jüngeres Publikum in Anführungsstrichen konsumierbar macht, aber auch Rezo, der YouTuber, den viele wahrscheinlich kennen, der natürlich auch eine ganz eigene Sprache hat, mit ganz eigenen didaktischen Modellen viele Dinge auch einem sehr jungen Publikum beibringt und das rüberbringt. Das können wir ja gar nicht so. Also wir sind da sozusagen anderes Publikum gewöhnt. Und das ist aber wichtig, dass wir ganz viele verschiedene und viele Kanäle haben,
um ernsthafte Diskussionen zu führen, das, was Wissenschaft und was Recherche und guten Journalismus letzten Endes auch ausmacht. Das sind natürlich dann wieder die Chancen der sozialen Medien. Interessanterweise, dass man da solche Formate ausprobieren und auch senden kann. Denn das läuft alles ja nicht im klassischen TV, sondern online only. Ich würde mal meine beiden Gesprächspartner oder die Vortragenden später dann auch mit hineinnehmen. Was würden Sie sagen, Herr Professor Appel, wie können die Medien so einen Diskurs herstellen? Wie können solche Methoden vermittelt werden, dass man lernt, sagen wir mal, eigene Behauptungen, eigene Wahrheiten zu hinterfragen und offenzulegen, wie man darauf gekommen ist? Ja, ich möchte vielleicht zu dem Begriff der Wahrheit kurz was sagen. Es wird schwierig, wenn Medien zum Beispiel versuchen, mit dem Begriff der Wahrheit zu operieren, weil der eben problematisch ist und wirklich so ein philosophisches Themengebiet ist. Aber was ist mit Fakten? Also das ist so ein Faktum, das ist ein bisschen leichter zu begreifen. Und ich glaube, dass Medien nach wie vor auch die Aufgabe haben, Fakten zu vermitteln. Also die Herausforderungen der heutigen Zeit, da geht es um Fakten. Bei Corona geht es um Fakten. Und bei dem Klimawandel geht es um Fakten und die sind gar nicht unstrittig. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Die sind nicht unstrittig, die sind, wir, vielleicht in 50 Jahren sind wir schlauer, aber zum jetzigen Zeitpunkt sind die nicht strittig. Und die zu erklären, zu vermitteln, welche Implikationen hat das eigentlich und auch diese Unstrittigkeit klarzumachen, ich glaube, das ist eine Herausforderung auch für die Medien. Jetzt haben wir uns auch gefragt im Vorfeld, das machen ja die Medien, also sie versuchen es ja immer wieder und dennoch haben wir genügend Menschen auch, die trotzdem nicht dran glauben, was in den Medien gezeigt wird. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, war auch, wie kann man Vertrauen herstellen? Wie können die Medien Vertrauen herstellen, dass man ihnen glaubt, was sie da bringen? Und darüber haben wir mit Dr. Petra Sandhagen gesprochen vom Institut für Psychologie der Universität Hildesheim, die zum Thema Vertrauen forscht. Und haben sie eben gefragt, was können Medien dafür tun, dass man ihnen vertraut? Ich kann dadurch versuchen, Vertrauen aufzubauen in den Medien, dass ich kommuniziere, wie komme ich auf das, was ich behaupte, dass ich auch kommuniziere, in welcher Textsorte befinden wir uns überhaupt. Also es ist was anderes, ob ich eine Geschichte erzähle, ob ich irgendwie einen Spielfilm habe, der eine Komödie ist oder eine Tragödie, aber oder der bekannte Tatort einfach, also wirklich ein bestimmtes Genre habe oder ob ich mich bei den Nachrichten befinde. Und da ist dann ein großer Aspekt eben zu kommunizieren und die Quellen offen zu legen. Und dann kommen aber noch so ganz viele gefühlte Aspekte dazu. Ich weiß nicht, ob Sie irgendwann mal in den Archiven, vor einiger Zeit zum Jubiläum wurde ja einiges auch mal wieder rausgekramt, geschaut haben, zu Beginn des Privatfernsehens gibt es so ganz schöne Aufnahmen, wo die gesagt haben, wir machen Nachrichten mal anders. Das ist im Prinzip, finde ich, eine ganz tolle Idee, weil ja doch so, ich sag mal, die klassischen 20-Uhr-Nachrichten, die Tagesschau, noch immer der Quotenschlager ja eigentlich häufig so dieses Image hat, es ist eher steif und es ist jetzt nicht so, so eine vergnügliche Sendung. Und ganz am Anfang gab es eine kurze Phase, bei der einige private Sender Nachrichten gemacht haben, ganz ungewöhnlich, macht jetzt die Tagesschau aus, auch aber im Stehen, an einem Stehtisch. Und ganz am Anfang war bei einem Sender sogar eine Katze auf diesem Stehtisch. Und dann hat die Moderatorin diese Katze gestreift und hat gesagt, das findest du doch auch ganz schrecklich, oder? Und die haben das ganz schnell gelassen, weil das eben ein Kontext ist, der erstmal nichts an den Nachrichten falsch oder richtig macht, der aber irritiert und den wir aus unserer Erfahrung heraus in einen ganz anderen Zusammenhang stellen, nämlich eher in ein privates Gespräch mit Familie, mit Freunden und den wir nicht so gerne möchten bei ganz seriösen Nachrichten. Also das ist kein Element, dass ich eine Katze streichel und im Prinzip die um ihre, eine Bestätigung bitte, ist für mich kein Element, was ich verbucht habe unter das steht für Seriosität. Und wie gesagt, es ist sehr schnell wieder verschwunden bei den Privaten. Die sind sehr schnell auch wieder auf ein anderes Format gegangen. Aber daran sieht man das Vertrauen eben auch was damit zu tun hat bei Medien, mit so vielen
seichten oder sanften Aspekten, die jetzt gar nicht so hartes Hacken sind, weil an der Art und Weise an sich war überhaupt nichts falsch und die Nachrichten an sich waren auch nicht falsch. Es war nur im Setting, das letztlich irritiert hat. Und darauf kommt es eben zusätzlich auch noch an. Dr. Petra Sandhagen war das zur Frage, wie die Medien Vertrauen herstellen können. Ich habe Sie alle hier ein bisschen lächeln sehen. Erstmal kannten Sie die Geschichte mit der Katze, dass man versucht hat, die Nachrichten so ein bisschen populärer aufzubereiten? Nein, das kannte ich noch nicht. Ich dachte, die Katze ist erst in Social Media zum wichtigen Bestandteil der Berichterstattung über Fakten geworden. Sehen Sie mal, aber die Fragestellung ist also, wie wichtig ist das Setting, wie wichtig ist Transparenz in den Medien, werden wir nachher auch noch im filmischen, fiktionalen Bereich zukommen, aber mal allgemein gefragt, wie wichtig ist es, um diesen Diskurs zu befördern? Also wichtig ist zum einen die Institution, also hat man sich jetzt den Ruf erworben einer Instanz, die glaubwürdig ist, wie jetzt eben die Tagesschau zum Beispiel. Und wenn dieser Ruf nicht da ist, wie jetzt zum Beispiel bei Rezo, der ja eben schon angesprochen wurde von Herrn Nielsen de Cora, der das alles ganz anders macht, der macht einiges anders, seine Ansprache ist anders, aber sein Umgang mit Quellen zum Beispiel ist sehr viel gründlicher und transparenter, als es jetzt die investigativen Formate der öffentlich-rechtlichen Sender zum Beispiel machen. Und dadurch erwirbt er sich natürlich auch Glaubwürdigkeit, die im Fernsehen manchmal auch verloren geht. Wenn ich jetzt zum Beispiel denke, die letzte große Runde mit allen Spitzenkandidaten vor der Wahl, in der Alice Weidel saß und behaupten konnte, der Klimawandel sei ein kontroverses Feld in der Wissenschaft und da sei gar nichts bewiesen und ihr von keiner Seite widersprochen wurde. Also dass die Politikerkollegen da vielleicht resigniert haben, verstehe ich, aber da hätte ich doch die Pflicht gesehen, der Moderatoren zumindest das ein bisschen einzuordnen. Herr Nielsen de Cora, an Sie noch mal gefragt, sind die Medien da nicht auch in einem Dilemma, weil Herr Aßmann hat es eben angeführt, es werden Dinge behauptet und man weiß, dass sie zum Teil nicht stimmen, aber sie werden eben dann in der Sendung nicht korrigiert, weil so eine Sendung dann wahrscheinlich auch überfrachtet und überfordert ist. Also anders gefragt, wie muss so ein Diskursraum aussehen, um, sagen wir mal, die Debatte über Wahrheit etwas zu weiten und konstruktiv zu machen? Ja, ich glaube schon auf jeden Fall, dass das überfrachtet wird. Und ich meine, so Talkrunden, die haben ja auch nicht wirklich, also so mein Eindruck zumindest, den Anspruch, jetzt eine gewisse Wahrheit ans Licht zu bringen, sondern da geht es ja sozusagen auch um eher politischen Schlagabtausch und um ja zum Teil auch um Unterhaltung. Und es muss alles sehr schnell gehen. Also es ist immer die Frage, was ist der Anspruch, der dahinter steckt an ein bestimmtes Format? Und so Diskussionsrunden wie damals, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, dieses Gespräch von Günter Gauss mit Hannah Arendt aus den 60er Jahren. Also sowas gibt es heute nicht mehr, wo man sich anderthalb Stunden hinsetzt und wirklich in der Tiefe diskutiert, auf bestimmte Aspekte, wirklich vertieft eingeht, sich Zeit lässt für Überlegungen. Ja? Also vielleicht wäre das mal etwas, dass man dem der Schnelllebigkeit unserer Zeit auch wieder entgegensetzen könnte. Ich glaube schon, dass es ein Publikum dafür gibt, die an so etwas auch interessiert sind. Man lässt sich immer so ein bisschen davon treiben, ne? Dass alles möglichst schnell und rasch und in schnellen Schnitten, so sind wir ja auch gewöhnt durch Filme. Also wenn Sie sich Filme anschauen, wie schnell die Schnitte heutzutage sind, wenn Sie sehen, wie schnell soziale Medien sind, wie schnell Schlagzeilen sich abwechseln. Also diese Schnelllebigkeit verändert auch unser Denken und unsere Herangehensweise an bestimmte Themen. Und da muss man, glaube ich, auch wieder etwas entgegensetzen. Und ich denke, dass das, ja, vielleicht kommt das. Also meine Hoffnung habe ich da noch nicht aufgegeben. Das ist ein sehr gutes Stichwort. Filme, filmisches, fiktionales. Welche Wirkung hat Fiktionales auf die ZuschauerInnen? Wie weit kann dort Wahrheit strapaziert werden oder auch nicht? Oder in welchem Verhältnis steht auch Wahrheit und Fiktion? Darüber werden wir gleich reden. Darüber werden Sie gleich in Ihren Vorträgen sprechen. Wir machen eine kurze Pause von 15 Minuten und dann geht es hier weiter mit Diskussionen und den Vorträgen von Professor Appel und David Aßmann. Und dann werden wir uns tatsächlich genauer anschauen, wie sich die Rezeption von Medien vollzieht und welche Rolle die Wahrheit hier spielt im fiktionalen Bereich bzw. im Docutainment-Bereich. Wir sehen uns also um 15.30 Uhr hier wieder. Bis gleich.
Willkommen zurück zum Medienimpuls, wo wir heute über mediales Erzählen und die Wahrheit reden. Erinnerung an Sie online. Sie können gerne über slido.com Ihre Fragen loswerden. Und natürlich gilt das auch für unser Publikum, unser kleines, begrenztes Publikum hier im Saal. Werden wir dann in die Diskussion mit einbauen. Jetzt soll es darum gehen, wie wir Fiktionales wahrnehmen und wie selektiv dabei die Wahrnehmung von Informationen erfolgt. Dazu hören wir den Vortrag von Dr. Markus Appel. Er ist Professor für Kommunikationspsychologie und neue Medien an der Universität Würzburg und Sie haben jetzt das Wort. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, hier zu sein. Nicht zuletzt freue ich mich auch, dass es in dem offenen Kanal Berlin gestreamt wird, weil ich selbst auch vor vielen Jahren da Beiträge eingereicht habe, die dann auch gezeigt wurden. Und ja, schön, das freut mich sehr. Ich werde also so ein bisschen aus psychologischer Sicht das Themenspektrum anreißen. Und es gibt eigentlich so zwei Felder, die sich da vielleicht aus psychologischer Sicht verknüpfen. Das eine ist so was Neueres, die Psychologie des Postfaktischen. Es gibt viele Phänomene in der modernen Kommunikation, wo man doch die Fakten vermisst zuweilen und wo man das Gefühl hat, dass auch die Wahrhaftigkeit keine Rolle mehr spielt, sondern es geht eigentlich nur darum, Aufmerksamkeit zu attrahieren, Klicks, Likes, Shares, letztlich Geld zu machen im Rahmen der Kommunikation oder vielleicht auch Ideologien nachzuverfolgen, also eines von beiden, jedenfalls nicht irgendwie faktische Informationen zu liefern, vielleicht auch Leute ein bisschen hinters Licht zu führen. Also da gibt es eine Menge an Schlagwörtern, die Sie hier sehen. Und denen ist eben gemein, dass vielen diesen Kommunikationsphänomenen die Wahrhaftigkeit doch fehlt. Die unterscheiden sich auch ein bisschen und die sind im Detail diffizil. Da kann ich aber nicht zu allen Punkten hier Stellung nehmen. Und natürlich in Zeiten des Coronavirus, Covid-19, ist natürlich klar, die haben diese postfaktischen Kommunikate, haben zum Teil ganz eminent relevante Konsequenzen. Dadurch, dass Leute sich nicht impfen lassen, mehr Leute sterben etc. Also das ist nicht nur, dass man das im Akademischen so diskutiert, was es da für Spielarten wieder gibt und so weiter, das ist wirklich ein eminent relevantes Themengebiet. Und dann gibt es ein älteres Themengebiet, die Psychologie des Fiktionalen. Hier ist meine Doktorarbeit von vor fast 20 Jahren zu sehen. Da gab es auch schon irgendwie Doku-Fiction und so weiter. Und es gibt wirklich hunderte von empirischen Studien auch dazu, wie Fiktionen wirken, wie Fiktionen wahrgenommen werden. Das sind jetzt ein paar neuere von mir, aber da gibt es, wie gesagt, ganz viele andere Leute, die dazu forschen. Was sagt denn die Psychologie zur Realität durch Fiktionen, zu Fiktionen und Realität, zu dem Zusammenspiel? Das erste ist, dass wir Fiktionen und sinnvollerweise, glaube ich, Fiktionen und Nicht-Fiktionen, das ist ja auch so eine gängige Unterscheidung in der Praxis, sinnvollerweise unterscheiden sollten, zumindest erstmal analytisch, weil ein je unterschiedlicher und eigener Anspruch auf Wirklichkeitsentsprechung besteht. Beziehungsweise eine Annäherung an Wirklichkeit ist das, was Nichtfiktionen ausmacht. Und diese Annäherung ist suspendiert bei Fiktionen. Wir finden uns hier zum Beispiel im Nichtfiktionalen. Das heißt also, ich habe hier einen Anspruch auf Wirklichkeitsentsprechung. Wenn ich sage, da gab es solche Studien und das war meine Doktorarbeit, dann nehmen Sie an, dass das auch so gewesen ist und wären zu Recht empört, wenn das nicht der Fall wäre. Ist aber so gewesen, kann ich Ihnen sagen. Fiktion oder Nichtfiktion wird eindeutig nur durch den Paratext angezeigt. Also eigentlich das, was auf dem Buchcover steht, was im New Yorker steht, dann irgendwie, das ist so eine Zeitschrift, die Fiktionales, Nichtfiktionales zum Beispiel beinhaltet, da steht dann Fiction vor der Kurzgeschichte, der fiktionalen Kurzgeschichte. Oder im Fernsehen kennen Sie das auch. Das Inhaltliche ist so ein bisschen... Ja, es gibt so prototypische Inhalte wie Zauberei, die gibt es typischerweise nur im Fiktionalen, aber muss auch nicht unbedingt sein. Also die echte Zauberei und die nicht das Paranormale, muss aber auch nicht unbedingt sein. Und
ein wichtiges, was ganz viele Forschungen auch zeigen, ist, dass Fiktion, also das, was ausgedacht ist, das beeinflusst Einstellungen, Wissen, Überzeugungen und Verhalten der Rezipierenden, der Rezipientinnen und Rezipienten. Und die Unterscheidung zwischen Fiktion und Nichtfiktion, wenn man das beispielsweise voranstellt, wirkt sich auf Erwartungen aus. Also zum Beispiel denken Leute, durch eine Fiktion bin ich besser unterhalten als durch eine Nichtfiktion. Aber wenn es jetzt um Einstellungen, Wissen etc. geht, dann gibt es minimale oder gar keine Unterschiede. Das heißt, nur wenn etwa vorangestellt wird, pass auf, das ist erfunden und stimmt gar nicht, hat sich nicht so zugetragen, fiktional, das wird genauso in das Weltbild überführt wie das Nicht-Fiktionale. Fake News, dieser zweite Ankerpunkt sozusagen, da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge. Und was Sie hier sehen, Fake News sind halt auch irgendwie News. Das ist so der und die Unterscheidung zu anderen postfaktischen Phänomenen. Also hier unten steht zum Beispiel Technicus News. Das ist also ein Indikator. Hier geht es also um Nachrichten. Die werden jetzt hier auf Social Media geteilt, aber in irgendeiner Form wird so ein Nachrichtenanspruch, so ein nicht fiktionaler Anspruch natürlich auch geweckt. Den, wenn man das recherchiert, der nicht eingelöst wird. Also das sind erfundene Dinge, die aber so daherkommen im Gewand, als wären das Beiträge aus irgendwelchen Nachrichtenorganen. Fake News hat eigentlich zwei Bedeutungen. Das erste ist das, was ich Ihnen gezeigt habe. Das zweite ist so eine generelle von Donald Trump popularisierte Schmäh, Bezeichnungen für Medien generell. Also der hat das zu CNN zum Beispiel gesagt, Herr Präsident, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Und darauf antwortete Donald Trump, nein, das dürfen Sie nicht. Sie sind Fake News. Also alle unliebsame Berichterstattung ist dann Fake News. Das lässt sich aber ganz gut unterscheiden. Das eine ist Desinformation, Missinformation. Das zweite ist so eine diffamierende Sprache, die so in Richtung Lügenpresse geht. Das wäre jetzt so ein deutsches Wort, was sehr ähnlich ist dieser zweiten Bedeutung eigentlich. Kerncharakteristika von Fake News als Desinformation. Das erste, das ist eigentlich das Interessante, eine Aussage oder die Darstellung eines Ereignisses wird in der Form, im Look and Feel eines journalistischen Beitrags präsentiert. Die Aussage oder Darstellung stimmt nicht mit der Faktenlage überein. Und meistens wird bei Definitionen noch was Drittes inkludiert. Die Aussage oder Darstellung wurde bewusst erfunden oder verfälscht, um politische oder kommerzielle Ziele zu erreichen. Also eine bewusste Falschaussage auch. Jetzt ist dieses Phänomen Fake News jetzt nicht neu, nach dieser Definition auch nicht neu. Es gab zum Beispiel Zeitungsberichte über Menschen auf dem Mond. Es wurde also damals im 19. Jahrhundert wurden viele Dinge erfunden, zum Beispiel gute Teleskope. Und da wurde behauptet, mit diesen guten Teleskopen kann man also auf den Mond schauen. Was sieht man da? Menschenähnliche Wesen mit Flügeln. Und das wurde in einer Zeitung, Tageszeitung, als Nachricht verkauft und es hat durchaus auch, war durchaus auch beliebt, war, wie wir jetzt wissen, aber fake. Nicht, stimmt nicht. Dann Michael Born, die TV, Sie sind ja Fachleute, viele von Ihnen, manche Leute werden das noch kennen. Michael Born, der hat TV-Reportagen fürs Privatfernsehen gemacht und dann gab es so Geschichten, wie das Jugendliche sich durch das Sekret von Kröten antörnen. Und die stecken dann an den Kröten und was der Michael Born gemacht hat, ist, er hat, weil die Kröten nicht so ein sichtbares Sekret hatte, also er hat sich die Geschichte erstmal ausgedacht und dann hat er so Kondensmilch auf die Kröten geträufelt, damit man dieses Sekret auch sieht. Und dann hat er Schauspielern gesagt, sie sollen das nachstellen, aber die haben sich also nie, diese Schauspieler und sonst auch niemand, hatte sich wirklich mit diesen Kröten irgendwie in der Form auseinandergesetzt. Und Glas Relotius zum Beispiel ist ja auch, fällt auch unter Fake News, das kennen Sie, also der auch Leute und Interviews erfunden hat und das aber beim Spiegel als Reportage dann publiziert hat, also ein sehr erfolgreicher auch Journalist. Das alles ist also auch ohne das Internet möglich. Auch der Fall Glas Relotius ist eigentlich etwas, da kann man sich das Internet ausklammern, das ist also in den
klassischen Medien auch so der Fall. Aber warum sind Desinformationen gerade heute besonders relevant? Hat eine Geschichte, ich glaube aber heute besonders relevant. Warum? Im Zuge der Digitalisierung ist es möglich geworden, Informationen ohne immensen technischen Aufwand an ein nennenswert großes Publikum zu senden. Verlagshäuser oder Fernsehanstalten sind für die Gestaltung und Verbreitung eines Beitrags nicht mehr nötig. Nachrichtenorganisationen haben ihre Funktion als Gatekeeper verloren. Das klang schon an. Das ist ein wichtiger Gamechanger. Neben ausgebildeten Journalistinnen und Journalisten können nun auch vermehrt solche Personen Nachrichten in die Welt bringen, die sich nicht an berufsständische journalistische Normen gebunden fühlen. Ferner fallen Kontrollmechanismen wie die Gegenrecherche in der Nachrichtenredaktion weg. Geht in die gleiche Richtung. Ist eine Nachricht erst einmal in der Welt, so können sich Inhalte schnell und umfassend durch das Teilen auf Social Media verbreiten. Und ich glaube auch, dass heutzutage besonders fake-affine Player auf der politischen Bühne sind, die es in der Form vielleicht noch nicht gegeben hat. Also heute Desinformation besonders relevant. Ich zeige Ihnen noch mal ein paar Beispiele. Kronenzeitung in Österreich. Ich habe lange in Österreich gelebt. Da ist das also das Leitmedium schlechthin, Boulevardzeitung. Und eigentlich nicht fiktional. Die haben aber dann eben, damit das ein bisschen eindrucksvoller ist, das Bild so manipuliert, dass der Hai viel größer erscheint. Original. Und dann wurde der Hai also viel größer und viel näher an den Badenden dargestellt. Bildmanipulationen sind ja auch ein alter Hut, will ich mal sagen, wird aber immer noch gemacht. Zum Beispiel Klimawandel beliebt, auch hier Bildmanipulationen, die dann von politischen Parteien teilweise geteilt werden. Ob die das dann wissen, dass das manipuliert war, weiß ich nicht, aber das ist so ein Beispiel. Original und Fälschung, aber auch Videoclips, die dann zwar an sich authentisch sind, das sind keine Deepfakes, also keine Manipulationen des audiovisuellen Contents, aber der Kontext ist anders. Also die Aussage erscheint in einem ganz anderen Licht. Dieses Gloria TV-Schnipsel zum Beispiel ist ein Beispiel für eine Aussage, die von der Intention her nicht so getätigt wurde, wie es in diesem Ausschnitt rüberkommt. Also aus dem Kontext gerissen, dadurch verfälscht. Ein wichtiger Punkt, der auch schon angeklungen ist, sind Algorithmen. Ich habe gestern oder vorgestern habe ich diese Suche wiederholt, in der ich mal Rothschild bei Amazon eingegeben habe. Also stellen Sie sich vor, ich wäre ein Jugendlicher, der und hört immer Rothschild und so weiter. Und was ist eigentlich mit dieser Familie los? Dann gehe ich irgendwie nicht zu dem Buchhändler meines Vertrauens offline, sondern online zu Amazon. Was wird denn da angezeigt? Nummer zwei ist ein, da sehen Sie schon, das ist ein Dolch, den Sie da sehen, also nicht die Rothschilds mit dem Dolch und die Erde ist das arme Opfer. Das heißt, Verschwörungstheorien werden hier algorithmisch hochgespielt und das ist sicherlich ein Problem. Ich will meinem Fazit nicht vorgreifen zu sehr. Wie läuft das mit Fake News, die Verbreitung? Es gibt Leute, die das ist jetzt so einer, das ist so ein alternativer Filmmacher, der irgendwie Fake News verbreitet. Wie macht er das? Wie machen die das? Die gehen also über Kanäle, die gar nicht so viele Leute verwenden, wie zum Beispiel Telegram. Die sind also Deplatforming, bedeutet, dass sie jetzt nicht mehr auf YouTube und nicht mehr auf Facebook agieren können, aber Telegram geht noch und dann bringen sie dort ihren Inhalt, andere nehmen das auf Telegram und das wird dann über WhatsApp, zum Beispiel irgendeiner aus dem Freundeskreis, schaut sich das an, teilt es dann und über WhatsApp bekommt es dann relativ viele Leute mit, obwohl eigentlich das so ein Nischenkommunikator gewesen ist. Und dann gibt es einen Punkt, der auch schon am Anfang von den beiden Kollegen hier genannt wurde, dann werden solche Prozesse erst in den Medien dargestellt und dann wird sozusagen in den Medien, irgendwie Reportagen, Dokus, im Fernsehen beispielsweise, im Spiegel online, wird darüber berichtet und so kommt der Inhalt überhaupt erst nochmal an bei einer relativ nennenswerten Anzahl an Leuten. Jetzt gibt es einige Aspekte der menschlichen Informationsverarbeitung, die wichtig sind, wenn man über Fake News, aber auch über Fiktionen redet. Das erste ist der Illusory Truth Effekt. Informationen wirken glaubhafter, wenn man sie schon oft gehört hat. Menschen bevorzugen Informationen, die ihnen bereits vertraut sind und messen diesen auch einen höheren Wahrheitsgehalt bei. Folglich wird durch die wiederholte Präsentation einer Information ihre Glaubwürdigkeit erhöht.
Das ist jetzt kein Mechanismus, wo man sagen kann, das ist nur bei Kindern so oder nur bei Leuten, die irgendwie einem gewissen Spektrum zugeordnet sind. Das ist von jedem, von Ihnen und bei mir auch tendenziell der Fall. Es sei denn, ich mache mir das ziemlich gut bewusst, dann vielleicht weniger. Das nächste, das klang auch schon an, der Bestätigungsfehler, die Tendenz, Informationen zu priorisieren, welche die eigenen Überzeugungen bestätigen und solche abzulehnen, welche die eigene Sichtweise widerlegen. Zwei Fußballfans, gegenseitige Clubs, nicht? TB und Hertha will ich hier mal kontrastieren, nicht? Und wenn die jetzt so ein Derby hätten, dann wäre der TB-Fan, würde dann eine Schiedsrichterentscheidung ganz anders wahrnehmen und wirklich auch ganz anders dafür argumentieren oder dagegen argumentieren, je nachdem, ob der eigene Club da bevorzugt wurde oder nicht. Oder bei politischen Debatten ist das auch natürlich der Fall. Auch die Erinnerung ist durch den Confirmation Bias beeinflusst. Der Dunning-Kruger-Effekt ist eine Spielart jener kognitiven Verzerrung, nach der inkompetente Menschen eine Tendenz zeigen, das eigene Können zu überschätzen und die Leistungen kompetenterer Menschen zu unterschätzen. Hier das Zitat dazu: Wenn jemand inkompetent ist, dann kann er nicht wissen, dass er inkompetent ist. Die Fähigkeit, die man braucht, um eine richtige Lösung zu finden, sind genau jene Fähigkeiten, die man braucht, um eine Lösung als richtig zu erkennen. Und letztlich gibt es noch einen Sleeper-Effekt. Informationen aus einer unglaubwürdigen Quelle ändern kurzfristig weniger stark Einstellungen und Überzeugungen als Informationen aus einer glaubwürdigen Quelle, weil ja diese Quelleninformation damit reinspielt, idealerweise oder im Durchschnitt könnte man sich's vorstellen. Langfristig verschwindet dieser Unterschied oder dreht sich sogar um, da die Inhalte weiterhin erinnert werden, aber die Erinnerung an die Quelle schneller verblasst. Ich bin kurz vor dem Ende. Was sind denn Gegenmaßnahmen vor dem Hintergrund jetzt dieses Konundrums, nicht? Medienkompetenz und Wissen stärken. Für den Alltag eine Reflexion emotionaler Handlungsimpulse. Also wenn man diese Social-Media-Aktivitäten sieht, dann sind die oft impulsiv. Also das Teilen ist impulsiv und das Liken ist impulsiv und so weiter. Eine Reflexion dieser impulsiven Handlungen wäre also schon ein Schritt in die richtige Richtung, dass man sich überlegt zum Beispiel, was ist denn jetzt eigentlich wirklich die Quelle? Es fühlt sich so richtig an, aber ist das die richtige Quelle? Vielleicht nicht, dann lieber nicht teilen. Wahrhaftigkeit als Handlungsmaxime, also bei Leuten, die auf Social Media aktiv sind, keine Fehlinformationen verbreiten wollen, das als wichtiges Ziel zu setzen, nicht nur Klicks, Shares und Likes. Das gilt natürlich auch für Medienmachende. Und dazu zählt auch Fehlinformationen wenig Raum geben. Dass, wenn Sie sich diese kognitiven Mechanismen noch in Erinnerung haben, dann ist also klar, man sollte der Verlockung durch vermeintliche Klicks, Shares, Likes, Quote dann Kontroversen zu, und das Kontroverse ist immer gut und Engagement ist gut und Quote ist gut, dieser Verlockung. Diese Verlockung hat negative möglicherweise Implikationen. Gegenaufklärung zu speziellen Sachverhalten wirkt, das ist gut, falls gut gemacht vor allem. Also es gibt so Faktenchecker zum Beispiel, die sind eminent wichtig. Wikipedia ist zum Beispiel sehr wichtig. Das ist ein stützendes Fundament westlicher Demokratien meines Erachtens. Aber Gegenaufklärung zu speziellen Sachverhalten wirkt nicht perfekt. Das heißt, es bleibt meistens etwas hängen. Im Durchschnitt. Man muss die Algorithmen ändern, die Fehlinformationen nach oben spülen. Das ist ganz wichtig. Technocognition ist eine Kombination von Aufklärung und technischen informatischen Lösungen, also Algorithmen ändern vielleicht, Warnhinweise zeigen vielleicht bei Fake-Informationen und gleichzeitig eben eine Aufklärung über Mechanismen und über Fehlinformationen. Normen und Regeln im Netz, nicht, das muss ich erst ein bisschen etablieren, habe ich so den Eindruck. Das ist ja noch nicht so lange Social Media, das gibt es vielleicht 15 Jahre. Und da müssen die Leute vielleicht noch ein bisschen lernen. Und das sind nicht nur die jungen Leute, das sind oft auch ältere Personen, wenn man sich das anschaut, denen das klar sein muss, dass zum Beispiel mit dieser anonymen Kommunikation und man hat ihn gegenüber, man sieht nicht, wie er oder sie fühlt, dass man trotzdem Schaden zum Beispiel anrichten kann. Das scheint vielleicht jungen Leuten eingängiger zu sein, die sind damit aufgewachsen, bei Älteren ist es vielleicht nicht so sehr der Fall. Ich möchte mit den Gegenmaßnahmen schließen und bedanke mich. Vielen Dank, Professor Appel. Nehmen Sie doch einfach wieder Platz, dann können wir hier noch, bevor David Aßmann
weiter reden wird, kurz darüber sprechen, über Ihren Vortrag. Ich hätte zwei, drei Nachfragen. Sie haben im Vorfeld haben Sie uns so eine These geschickt, die lautete, bei Inszenierungen sind Wahrhaftigkeit wichtig und Haltung. Also Inszenierung meint auch den fiktionalen Bereich sicher. Was meinen Sie damit mit Wahrhaftigkeit und Haltung und warum ist das wichtig? Ja, ich glaube, so auch Autoren von fiktionalen Produkten, die wollen meistens irgendetwas kommunizieren. Also zum Beispiel ein Ausschnitt aus der Realität oder etwas, was ihnen wichtig ist, so eine menschliche Wahrheit. Also jetzt benutze ich den Begriff Wahrheit doch. Ja, da ist es wichtig, glaube ich, dass da auch eine Wahrhaftigkeit dahinter steht. Das heißt, das soll dann eine für die Autoren subjektiv zutreffende Geschichte sein und nicht eine Geschichte, wovon sie sich eigentlich nur kommerziellen Erfolg zum Beispiel versprechen. Und das betrifft zum Beispiel auch Doku-Formate oder so etwas. Also wo liegt die Wahrhaftigkeit, wenn man zum Beispiel Leute zur Schau stellt? So, das ist eine Frage, die man sich stellen sollte. Und ich plädiere dafür, dass man sich diese Frage stellt und vielleicht eine wahrhaftige, aber trotzdem kommerziell erfolgreiche Sache versucht. Das wäre jetzt so aus meiner Wissenschaftlersicht so vielleicht eine hehre Forderung. Mhm. Nun ist ja der Begriff Wahrhaftigkeit sehr nah bei dem Wort Wahrheit. Was ist denn der Unterschied zwischen Wahrheit und Wahrhaftigkeit? Wie wollen Sie das beschreiben? Ich habe es gegoogelt vorher, aber jetzt... Also ich verstehe das so, dass man... Wahrheit sowieso nur so ein Annäherungsbegriff ist, der auch schwierig ist und so weiter. Also da bin ich gar nicht der große Experte. Wahrhaftigkeit hingegen ist so das Ziel. Also wir benutzen zum Beispiel Wahrheit ja alle im Alltagssprachlichen. Da ist das auch, finde ich, sinnvoll. Und diese Annäherung an Wahrheit, die Abwesenheit von Lüge und das als Ziel, also als Haltung und als Ziel von Kommunikation, das finde ich sehr wichtig. Mhm. Nun hat Claudia Mika zu Beginn der Veranstaltung den Unterschied zwischen Geschichte und Narrativ erwähnt. Das fand ich sehr interessant. Inwieweit ist es denn legitim, mit narrativen Mitteln, sage ich mal, Geschichtsklitterung in Anführung, also Geschichte zu verändern? Wie weit ist das legitim in einem Spielfilm? Ja, also wahrscheinlich wollen ja, in vielen Filmen wollen die ja die Geschichte gar nicht verändern unbedingt oder die Geschichte gar nicht glittern, sondern das passiert halt einfach so, weil sie sich vielleicht nicht genug Gedanken gemacht haben. So, also ich glaube, man kann eine interessante Geschichte auch vor einem möglichst wahrhaftigen, in dem Fall hintergrundgeschichtlichen Hintergrund erzählen. Das ist, sollte schon ein Anspruch sein und dann ist es natürlich auch das Wesen der Geschichten, dass man die überall findet, nicht? Also mit Geschichte, historische Ereignisse sind Geschichten im Sinne von Narrationen etc. Also Geschichten spielen so eine dominante Rolle auch, dass die nicht wegzudenken sind in der Kommunikation. Wie würden Sie das sehen, David Aßmann? Es gibt ja zum Beispiel diesen Fall... Operation Walküre ist ein Beispiel, wo viel darüber diskutiert worden ist, dass diese Stauffenberg-Geschichte ein bisschen anders war oder die Offiziere eigentlich eine ganz andere Rolle gespielt haben, als sie da idealisiert dargestellt worden sind. Und wenn wir das Thema Wahrheit hier mal mit hineinnehmen, wie weit kann man da sozusagen, wie weit ist eine Schere erlaubt? Ja, also erstmal glaube ich, dass auch die Geschichtsschreibung gar nicht ohne Narrative auskommt. Also das ist Haight White, glaube ich, derjenige, der das festgestellt hat, dass auch selbst die Historiker nicht frei davon sind, Narrative herzustellen und dabei natürlich selektiv auswählen, wenn man jetzt nicht einfach nur eine Liste von Daten haben möchte. Und der fiktionale Film, auch wenn er auf wahren Begebenheiten beruht, darf erstmal alles und darf mit seinem Stoff machen, was er will. Und das kann er offensichtlich und spielerisch machen, wie Tarantino bei Inglourious Basterds. Und er kann es auch machen in Form von vielleicht faktischen Fehlern oder hier, da stimmt was bei der Recherche nicht. Das ist auch unvermeidlich. Und man darf als Publikum auf keinen Fall denken, irgendwas, was man in einem fiktionalen Film, auch wenn auf wahren Begebenheiten basiert, wäre tatsächlich so, wie es gewesen ist. Das Einzige, was man weiß, wenn man so einen Film gesehen hat, ist, so war es definitiv nicht. Und wenn man sich dafür interessiert, wie es tatsächlich gewesen ist, dann muss man eben recherchieren und Fact-Checking betreiben. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Oft basieren solche Filme ja auf Büchern oder auch auf Dokumentarfilmen, die dann einen schon mal ein Stückchen weiter zur Wahrheit führen. Es gibt auch zum Beispiel eine Seite, die heißt informationisbeautiful.net, wo man für leider nicht sehr viel, das sind so 2 Dutzend Filme ungefähr, aus den letzten 10 Jahren, die auf wahren Begebenheiten beruhen, zum Beispiel Wolf of Wall Street oder Bridge of Spies,
so ein Schaubild machen, wo gezeigt wird, was, und zwar Szene für Szene, was ist gesichert richtig, was ist tendenziell richtig, wovon weiß man es nicht, was ist tendenziell falsch, was ist sicher falsch. Und da kann man tatsächlich sich jede einzelne Szene anklicken und schauen, was ist darüber bekannt, was ist da verfälscht worden. Und auf diese Weise, man wird natürlich nie rausfinden, was ist jetzt absolut richtig, aber man kriegt einen Eindruck davon, wie kann man näherungsweise der Wahrheit näher kommen. Und auch wenn es da nicht sehr viele Filme sind, kann man sich vorstellen, wie das eben für andere Filme auch betrieben werden könnte. Man kann also im Grunde alles nochmal überprüfen, aber die Frage ist, das ist natürlich ein Idealbild, dass der aufgeklärte Zuschauer, Zuschauerin das macht. Wie gefährlich ist denn das, wenn man sich zu weit von der Wahrheit entfernt? Das hängt vom Publikum ab, wie viel Vertrauen es beimisst. Und wenn man einen fiktionalen Film sieht, also einen inszenierten Film, auch wenn er vielleicht auf wahren Begebenheiten basiert, dann sollte das Publikum nicht zu gutgläubig sein und denken, das hat den Film gesehen, das ist praktisch dabei gewesen. Herr Appel, aber vielleicht können Sie uns als Psychologe nochmal erklären, was da passiert. Weil Sie sagten auch, dass der Mensch sieht etwas und es bleibt im Gedächtnis hängen. Und später wird dann vielleicht gar nicht mal unbedingt der Kontext mehr rekonstruiert, sondern bestimmte Wahrheiten sozusagen, die man gesehen hat, zum Beispiel in einem Film oder so, die bleiben hängen. Was passiert da? Wie funktioniert das? Also ich kann vielleicht sagen, wie es nicht funktioniert. Es gibt also keinen Hebel, den man dann irgendwie mit diesem Paratext nicht, jetzt kommt ein Film über zum Beispiel Zweiter Weltkrieg, Spielfilm, dann so ein Hebel, der dann umgeschaltet wird und dann, jetzt bin ich im Unterhaltungsmodus und jetzt bleibt nichts mehr hängen bei mir. Und dann schalte ich den Hebel wieder rum, wenn es dann am irgendwie das Heute-Journal danach kommt. Diesen Hebel gibt es nicht. Natürlich wissen die Leute bewusst, natürlich ist denen das schon auch klar. Jetzt ist es ein Spielfilm und wenn man die Leute fragen würde, wie sieht denn das aus, hat sich das wirklich so genau so zugetragen? Je nachdem, wie man das fragt, kommt man schon unter der Antwort, nein, das ist ja ein Spielfilm, weiß ja jeder inszeniert und so weiter. Hilft aber nicht, wenn es darum geht, längerfristige Erinnerungseffekte dann vorherzusagen. Also das, was wir, man muss ja auch es ist ja auch so, dass wir für viele Dinge ja eigentlich nur fiktionale Vorstellungsbilder haben. Also natürlich Dokumentationen spielen mit rein, aber für manches, da sind die Zeit, die man verbracht hat, jetzt bei Miami Vice über Florida zum Beispiel, nicht stundenlang Miami Vice im Jugendalter geschaut, das schafft keine Dokumentation mehr irgendwie wettzumachen, nicht? Also Das prägt unser Weltbild. Das muss man so sagen. Und das lässt sich einfach mal so konstatieren. Die Frage ist, wie schlimm oder wie desorientierend das ist. Das muss es ja nicht unbedingt sein. Professor Nielsen Sikora, Sie sind jetzt kein Medienfachmann, aber Bildungsphilosoph. Das finde ich sehr interessant. Wo würden Sie da den Spielraum sehen? Wo würden Sie sagen, da geht es mir zu weit, da ist, sagen wir mal, die Wahrheit zu weit strapaziert? Und wo würden Sie sagen, ich erkenne eigentlich, was da inszeniert wird? Also mir geht das oftmals nicht weit genug. Ich kann nur an das anschließen, was Herr Appel gerade schon gesagt hat. Wenn im Grunde genommen darf die Kunst fast alles, egal ob das der Film oder die Literatur ist, also dieses Spiel mit Wahrheit sozusagen auf die Spitze auch zu treiben und dieses Ineinandergreifen von Fiktion und möglichen Wahrheiten sozusagen auch zu verwischen, das finde ich gerade in Kunstform äußerst reizend, egal ob das jetzt in einem Film ist oder ob das in der Literatur, also Jorge Luis Borges zum Beispiel, der hat das auf die Spitze getrieben, das ist, also wenn er Quellen zitiert in seinen Büchern und wo man dann gar nicht weiß, gibt es die wirklich oder nicht und ich muss das irgendwie erst nachforschen, ob er jetzt wieder ein Spiel mit mir treibt als Leser oder nicht. Also das finde ich in der Kunst, weil ja von vornherein auch deutlich ist, das ist Fiktion. Und dann darf diese Fiktion meines Erachtens doch viel, viel mehr, als wenn der Anspruch ist, ich möchte sozusagen, es korrespondiert mit irgendeiner Realität, die ich darstellen möchte. Das ist ein ganz anderer Anspruch. Und wenn man das von vornherein auseinanderhält, dann finde ich, sind dem fast keine Grenzen gesetzt. Relotius ist ja auch vorhin angesprochen worden. Mich erinnert dieser Fall an einen früheren Fall, an Tom Kummer in den 90er Jahren, der auch aufgeflogen ist durch seine Reportagen und Interviews in den USA, die er für alle möglichen Zeitungen gemacht hat.
die er erfunden hat, großartige Erfindungen, aber er hat es nicht kenntlich gemacht. Und er ist dann übergegangen, ja, in den letzten 10, 15 Jahren und hat in der Tat Romane geschrieben, großartige Bücher. Er hat sozusagen darüber auch dann seine Berufung gefunden. Es war natürlich nicht korrekt, was er gemacht hat, aber es war gewissermaßen ein Schritt dann hin zu dem, was seine eigentliche Berufung ist, und konnte sich dann in dem, was er geschrieben hat, dann auch wirklich verwirklichen. Und also wer das nicht kennt, das lohnt auf jeden Fall, sich diese Bücher anzulesen, und er seinen eigenen Fall auch in einem Buch schildert. Blow Up heißt er, glaube ich. Also ich finde das großartig. Dieses Spiel macht mir immer wieder großen Spaß. Bringt das auch auf den Punkt, was Sie vorhin in Ihrem Vortrag gesagt haben, dass man sich immer wieder erklären muss, dass man seine Methoden eigentlich erklären muss und seine subjektgebundene Wahrheit, und vielleicht was für Tom Kimmer oder auch für Herrn Relotius als Journalist zu dröge oder zu langweilig oder was auch immer, eben sich wirklich nur an die belegbaren Fakten halten zu müssen. Aber nun haben wir, David Aßmann, auch Mischformen. Ja? Wir haben dieses schon erwähnte Docutainment, Infotainment, obwohl Sie, Herr Appel, sagten, das gibt es eigentlich schon viel länger, aber ist jetzt vielleicht mehr noch zu einem Boom geworden. Wo sehen Sie denn da Gefahren oder die Herausforderungen? Wie weit kann man da mit der Wahrheit spielen? Ja, das ist natürlich nochmal was anderes als bei Filmen, die erkenntlich fiktional sind. Also da ist natürlich das Risiko schon groß, dass das für bare Münze genommen wird, was da gezeigt wird. Da gibt es verschiedene Risiken, also von der Normalisierung zum Beispiel sozialschädlichen Verhaltens eben bei Promi-Formaten bis hin zu dieser Disinformation von Paranormal Television, also der Vorgaukelung, wir lebten in einer Welt, in der mit technischen Gerätschaften irgendwelche Geister oder Stimmen aus dem Jenseits oder sowas empfangbar wären und empirisch nachweisbar. Da gibt es durchaus Risiken, und da ist auch bei der Arbeit der FSF natürlich eine ständige Diskussion darüber im Gange, ab welchem Alter dem Publikum zugetraut werden kann, das einzuordnen und wo da schädliche Wirkungen zurückbleiben können. Da sind Sie auch als Prüfer unterwegs, also kennen das ganz gut aus der eigenen Praxis. Vielleicht können Sie uns mal so ein Beispiel nennen von so einem zum Beispiel Paranormal, habe ich mir gestern angeguckt, ein Trailer dazu, was da die Herausforderung ist in der Bewertung. Ja, das sind so Formate, die kommen daher im Gewand einer Reportage und verfolgen Menschen, die sich als Geisterjäger ausweisen, dabei, wie die in irgendwelche Häuser gehen, von denen man weiß, dass es da spukt, und verbringen dann da eine Nacht und bauen ihre Gerätschaften auf, und das kriegt man dann auch mit auf irgendwelchen Monitoren, dass man da so Strichmännchen sieht, die angeblich Geister sind. Dann passieren da immer noch so Sachen wie, dass irgendwie die Türen gehen zu oder ein Lufthauch umweht jemanden und einer wird irgendwie am Ärmel gezupft. Und es ist nie wirklich dramatisch, was da passiert, aber es wird einem doch mit geballter audiovisueller technischer Möglichkeit der Eindruck erweckt, dass das alles faktisch ist, was man da zu sehen bekommt, und dass es nachweisbar ist. Und kritische Stimmen werden, wenn es die überhaupt gibt, werden im Laufe der Folge meistens umgestimmt und glauben am Ende auch dran. Und da gibt es keinerlei Marker, die das als irgendwie auch nur als ein Gedankenexperiment oder eine Anregung mit was stimmt nicht kennzeichnen würden, sondern das wird wirklich so mit der ganzen Macht der filmischen, erzählerischen Möglichkeiten als faktisch dargestellt. Und da habe ich große Zweifel durchaus, dass 12-Jährige in der Lage sind, das richtig zu erkennen. Also ich könnte es nicht. Mit 12 Jahren wäre ich da bestimmt dem auf den Leim gegangen. Mhm. Herr Appel, Sie haben vorhin ein Beispiel genannt, Bauer sucht Frau ist zum Beispiel auch ein Beispiel, was auch eigentlich inszenierte Realität ist, weil diese Menschen gibt es ja und die suchen dann wahrscheinlich wirklich eine Frau. Wo sehen Sie da Grauzonen oder Grenzwerte, wo Sie sagen, da wird es mir hier mit der Wahrheit jetzt zu weit getrieben? Ich habe das Bauer sucht Frau, so ein Format, was ich selbst angeschaut habe. Und ich habe schon gesagt, dass ich eine Zeit lang in Österreich gewohnt habe. Und in Österreich war es so, vor 10 Jahren gab es auch schon Bauer sucht Frau. Da waren wirklich so fesche junge Männer, die also in solchen Lederhosen und so weiter so den wirklich gesunden Landwirt dargestellt haben. Und in Deutschland waren das Leute, die eher auch so ein bisschen bemitleidenswert waren. Also ich glaube, Sie, die das Format kennen. Also so, und da ich jetzt
mir so eine Vorstellung habe, dass das ja wahrscheinlich nicht die einzigen Leute sind, die sich bewerben oder die man hätte finden können für dieses Format. Stellt sich für mich jetzt als jemand, der nicht wirklich in diesem Produktionsgenre drin ist, doch die Frage, welche Maßstäbe nehmen eigentlich diese Leute, um im deutschen Bauer sucht Frau diese Freakshow zu inszenieren, während ja offenbar in anderen Ländern das auch anders gehen kann und es da also auch Vorbilder gibt, dass man jetzt diese Leute so schaut, wie die da mit Muskeln und so weiter und dadurch ein ganz anderes Bild und eine finde ich, ja, vielleicht auch sympathischer Herangehensweise dann zeigen. Mhm. Ich glaube, ich habe die Frage jetzt gar nicht richtig beantwortet, aber da war für Sie die Wahrheit verzerrt, glaube ich, oder eine Grenzüberschreitung vielleicht, wie die Bauern dargestellt wurden, wo Sie sagen, das entspricht aber nicht mehr zulässig der Realität. Ich würde sagen, da spielt die Wahrheit dann offenbar gar keine Rolle, sondern da sind andere Maßstäbe spielen da eine Rolle, die ich jetzt gar nicht weiß, welche Maßstäbe das sind, aber man will da vielleicht auch keine Objektivität da fordern, aber das war wirklich so eine Einseitigkeit, die in der Ausgestaltung der Einseitigkeit wirklich für mich viele Fragen aufgeworfen hat. Ist das okay, Herr Aßmann, oder würden Sie sagen, nee, müssen wir beanstanden? Diese spezifische Auswahl der Bauern in dem Format, also das ist eine interessante Beobachtung. Ich habe das Österreichische nie gesehen, aber tatsächlich in der deutschen Sendung bekommt man da ein spezifisches Bild von Landwirten vermittelt, das wahrscheinlich nicht repräsentativ ist und das ist natürlich wirklichkeitsverzerrend. Ist jetzt in Jugendschutzhinsicht anzuprangern, ist schwierig, zumal der Einzelfall ja dann auf so einer Reportage- oder Dokumentar- oder Reality-TV-Ebene ja schon auch stimmt. Diesen Bauer gibt es wahrscheinlich, er ist wahrscheinlich wirklich Bauer. Und das ist dann die Summe der Sendungen, die da die Weltbilder natürlich beeinflussen können. Also das ist wie zum Beispiel auch bei Germany's Next Topmodel zum Beispiel, wo die Kriterien überhaupt, sich da als Kandidatin bewerben zu dürfen, irrsinnig hoch und exklusiv sind. Ich glaube, 1,76 Meter Körpergröße bei Kleidergröße 36 oder so, was eine von 20.000 oder 30.000 Mädchen in Deutschland erfüllen. Und wer diese Sendung sieht und das als Norm akzeptiert, der wird natürlich dann 99,9% der Bevölkerung für körperlich defizitär halten. Mhm. Wir werden nachher im Vortrag auch noch über die Medienkompetenz reden, wie man das richtig einordnen kann. Erinnert mich aber, Herr Nielsen, Sie Cora, jetzt wieder an den Elefanten von Ihnen, dass eben, was ich als Wahrheit okay empfinde und was ich zumutbar empfinde, auch so ein bisschen Frage der Sichtweise und des Geschmacks ist, oder? Ja, der Sichtweise auf jeden Fall, des Geschmacks mitunter auch, der aber natürlich, und das hat Herr Aßmann ja gerade gesagt, auch geformt wird durch Öffentlichkeit, durch Medien geformt wird und wir uns natürlich an dem auch orientieren, was uns präsentiert wird. Und grundsätzlich sind solche Sendungen im Trash-TV ja zunächst mal, naja, es ist Unterhaltung, es ist zum Teil mitunter vielleicht auch lustig. Man darf das, glaube ich, dann nicht zu ernst nehmen. Das Problem ist, dass viele das aber sozusagen für wahr halten, dass sie sozusagen das dann als Maßstab nehmen. Also wie zum Beispiel bei Germany's Next Topmodel bestimmte Körperformate, bestimmte Körpergrößen, bestimmte Körperbilder, ne? Das wird uns vermittelt über solche Formate und das ist sicherlich ein Problem. Und selbst wenn wir uns immer bewusst machen, dass unsere Sichtweisen dadurch beeinflusst werden, wir können uns dem nicht verweigern. Also wir sind automatisch natürlich auch gewissermaßen in Anführungsstrichen Opfer unseres Konsumverhaltens, dessen, was wir uns dann eben anschauen. Ne? Also das formt unser Denken letzten Endes und in der Tat ist es dann problematisch, dass sich Sichtweisen verändern, weil bestimmte Filter darüber gelegt werden. Und das immer wieder auch deutlich zu machen und zu reflektieren, das ist, glaube ich, das, was dann Aufgabe eben seriöser Medienbildung und Schulen und von Schule und Pädagogik und Erziehung letzten Endes ist. Immer wieder den kritischen Blick auch darauf zu werfen. Ne? Wir können uns dem letzten Endes nicht komplett entziehen, aber wir müssen uns daran schulen, Dinge dann auch kritisch zu hinterfragen.
Darüber werden wir jetzt gleich reden nach Ihrem Vortrag, David Aßmann. Denn was Sie zeigen werden, ist, dass im Film Wahrheit und Lüge immer beieinander stehen, dass es im Grunde das eine nicht ohne das andere gibt, sowohl in der Fiktion als auch in der Non-Fiktion. Und warum das so ist, das werden Sie uns jetzt erklären. Von Jean-Luc Godard stammt der berühmte Satz: Film ist 24 Mal Wahrheit pro Sekunde. Rainer Werner Fassbinder hat ihn später umgekehrt zu: Film, das ist 25 Mal in der Sekunde Lüge. Und Michael Haneke machte daraus: Film, das ist 24 Mal Lüge pro Sekunde, aber vielleicht im Dienste der Wahrheit. Neben der geringfügigen Unstimmigkeit in der Frage, in welcher Geschwindigkeit ein Film abzuspielen sei, offenbart sich in diesen drei Aussagen die fundamentale Ambivalenz im Verhältnis von Film und Wahrheit. Sie ist darauf zurückzuführen, dass beide Aspekte, der der Wahrheit ebenso wie der der Lüge, im Hinblick auf den Film gerne überschätzt werden. Das Godard-Zitat stammt aus dem Film Der kleine Soldat und lautet in Gänze: Fotografie ist Wahrheit und Film ist 24 Mal Wahrheit pro Sekunde. Godard beschreibt damit den Film als Weiterentwicklung der Fotografie, die es erstmals ermöglicht hat, die Wirklichkeit nicht mehr subjektiv durch eine künstlerisch geschulte Perspektive und Hand wiederzugeben, sondern durch einen technischen Prozess und das Objektiv der Kamera unmittelbar sichtbar zu machen. Dieser Aspekt des Abbildcharakters spielt eine große Rolle in den theoretischen Überlegungen etwa von André Bazin oder Siegfried Krakauer, der die Aufgabe des Films in der Errettung der äußeren Wirklichkeit sah. So lautet auch der Untertitel seines filmtheoretischen Hauptwerks. Den Wahrheitsanspruch des Filmbildes konsequent zu Ende denken, könnte man sagen: Die Kamera wohnt Ereignissen als neutraler und unbestechlicher Augenzeuge bei. Und nicht nur das, weil der Film im Gegensatz zu anderen Augenzeugenberichten nicht einen Umweg über beschreibende Versprachlichung oder verfälschende Nachahmung gehen muss, kann er im nächsten Schritt wiederum das Publikum direkt in den Rang von Augenzeugen erheben. Der Zuschreibung als unbestechlich die Realität abbildende Instanz steht die Unterstellung der Lüge gegenüber, die den Film von Beginn an ebenfalls begleitet. Da es sich beim Film um eine rapide Abfolge von Einzelbildern handelt, eben 24 Mal Wahrheit pro Sekunde, die den Eindruck von Bewegung nur durch eine sinnesphysiologische Überforderung erzeugt, steht der Film als optische Täuschung unter Betrugsverdacht. Zwar wird dieser Aspekt in der Filmtheorie meines Erachtens überbetont, das Auge interpretiert nun einmal rasch wechselnde Bilder als Bewegung, so wie das Ohr Schallwellen in Töne umwandelt. Und wer eine Platte auflegt, gibt sich auch dem irrigen Glauben hin, er säße mit einem Orchester im selben Raum. Doch entstammt der Film in der Tat ursprünglich dem Raum der Illusion und des Zaubertricks. Er wurde auf Jahrmärkten vorgeführt und versetzte in seiner Frühform das seinen Augen kaum trauende Publikum in Erstaunen und Entsetzen. So haftet dem Film seit jeher der Ruch des Trügerischen und Fantastischen an, insbesondere der sogenannten Traumfabrik Hollywood, deren Erzähl- und Darstellungskonventionen, also künstliche Sets und Beleuchtung, in sich abgeschlossene Geschichten mit Happy End und so weiter, alternative Welten erschaffen, die der empirischen Erfahrung der äußeren Wirklichkeit nur noch entfernt ähnlich sehen. So stehen sich also Wahrheit und Lüge, Realität und Fiktion, Abbildung und Gestaltung unversöhnlich gegenüber, zumindest auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick lässt sich diese Gegenüberstellung aber nicht aufrechterhalten, weil ein filmisches Abbilden ohne gleichzeitiges Gestalten unmöglich ist. Genauso wie ein Gestalten ohne Abbilden. Fiktion und Dokumentation sind keine sich gegenseitig ausschließenden Kategorien. Sie sind auch keine entgegengesetzten Pole auf einer Skala, auf der jeder Film präzise bestimmt werden könnte. Sie sind vielmehr gleichzeitige, zwingend erforderliche Bestandteile eines jeden Films. Ein Film ohne jeglichen Bezug zur Realität ist nicht denkbar, zumindest außerhalb avantgardistischer Experimente wie dem absoluten Film der 1920er Jahre, bei dem Filmstreifen direkt bemalt oder zerkratzt wurden. Ebenso wenig kann ein Film ohne jeglichen gestalterischen Eingriff entstehen. Bereits mit dem Entschluss, einen Dokumentarfilm zu drehen, entsteht eine Intentionalität, die den Zugriff auf die Welt verändert. Beim Dreh und in der Postproduktion sind zwangsläufig unzählige Entscheidungen zu treffen, die der vermeintlich neutralen Augenzeugenschaft des Films zuwiderlaufen. Der Dokumentarfilmer Daniel Sponsel schreibt dazu: Zwischen die Wirklichkeit und die Darstellung der Wirklichkeit durch einen Film schiebt sich auch immer die Wirklichkeit des Filmemachens selbst,
die sich der unmittelbaren Vereinnahmung der Wirklichkeit beharrlich entgegenstellt. Das beginnt bei der Recherche und dem Protagonisten, reicht über die Dreharbeiten und endet im Schneideraum bei den Fragen zu Plot und Dramaturgie. Dokumentarfilm ist also niemals unmittelbares Abbild der Wirklichkeit. Kann es nicht und soll es auch nicht sein. Seit der Dokumentarfilm als filmische Gattung definiert ist, also den 1920er Jahren, wird er nicht nur mit einem, im Gegensatz zum Spielfilm, direkteren Zugriff auf die Realität verbunden, sondern auch mit einer stärkeren Rückwirkung auf diese, sei es in Form von Aufklärung, von sozialen Anliegen oder von politischer Propaganda. Der Filmkünstler Hans Richter erklärt 1939, dokumentarisch sein heißt, das soziale, gesellschaftliche Problem des Stoffes suchen und gestalten, die gesamte Wiedergabe in den Dienst dieses Ziels stellen. Der amerikanische Filmhistoriker Richard Barsom geht sogar so weit, Dokumentarfilme pauschal als Filme mit einer Botschaft zu definieren. Das absichtsvolle Manipulieren des Materials aus einem Anliegen heraus und zu einer Aussage hin liegt in der Natur des Dokumentarfilms. Ausgehend vom Begriff Dokument, der einen Beleg oder Beweis bezeichnet, erklärt der Filmwissenschaftler Manfred Hattendorf, Dokumentarfilme sind stets Beweise für eine These, die der jeweiligen Argumentation zugrunde liegt. Die Vorstellung von Dokumentarfilmen als objektives Fenster auf die Welt entpuppt sich bei näherer Betrachtung selbst als Fiktion. Wie aber steht es umgekehrt um den dokumentarischen Gehalt von Spielfilmen? Da ließe sich zunächst einmal ganz banal feststellen, dass jeder Film ein Dokument dessen ist, was sich im Augenblick der Aufnahme vor der Kamera befand. Unverkennbar ist der dokumentarische Wert, zumal mit zeitlichem Abstand, wenn Originalschauplätze zum Einsatz kommen. Zum Beispiel die unzerstörte Gedächtniskirche in der Erstverfilmung von Emil und die Detektive aus dem Jahr 1931 oder die Ruine der Gedächtniskirche vor dem Abriss des alten Kirchenschiffs in der zweiten Verfilmung von 1954. Aber auch ohne solchen offensichtlichen historischen Schauwert dokumentiert jeder Film die Arbeit der an ihm beteiligten Gewerke. Regie, Drehbuch, Schauspiel, Kamera, Beleuchtung, Kostüm und Maskenbild, Montage, Musik und so fort. Dokumentarische Effekte treten zudem permanent an der Schnittstelle zwischen Rolle und Darstellenden auf. Wer in einem Film auftritt, bringt nicht nur sein Aussehen und schauspielerisches Vermögen in einen Film mit ein, sondern auch nicht zuletzt seinen Körper. Deutlich wird dieses performative Element im Fall von Nacktheit, die nie nur gespielt sein kann. Oder bei starken körperlichen Veränderungen, wie der Gewichtszunahme Robert De Niros für Raging Bull oder dem Gewichtsverlust von Tom Hanks für Castaway. Die Überschreitung der Grenze zwischen Darsteller und Rolle ist hier besonders auffällig, aber sie geschieht bei jedem Film. Erst letzte Woche berichtete Benedict Cumberbatch, dass er bei den Dreharbeiten zu seinem jüngsten Film, in dem er einen kettenrauchenden Cowboy spielt, mehrere Nikotinvergiftungen erlitten hat. Ein besonders eindrücklicher und tragischer Fall des Einbruchs einer fiktionalen Inszenierung in die Realität ereignete sich am 21. Oktober am Set des Films Rust, als die Kamerafrau Helena Hutchins mit einem Requisitenrevolver erschossen wurde. Mit der Feststellung, dass es reine Fiktion ohne jeden Bezug zur Realität ebenso wenig gibt wie reine Dokumentation ohne jeden gestalterischen Eingriff, dass also fiktionale Filme nie ohne dokumentarische und Dokumentarfilme nie ohne fiktionalisierende Elemente auskommen, soll keineswegs die Gattungsunterscheidung zwischen Spielfilm und Dokumentarfilm aufgehoben werden. In der Konzeption, Herstellung und Wirkung bestehen fundamentale Unterschiede zwischen den Gattungen, für deren Verständnis die, wenn auch unscharfe, binäre Trennung hilfreich und wichtig ist. In pragmatischer Hinsicht hat sich diese Unterscheidung nun annähernd 100 Jahre lang bewährt und bereitet bis auf einzelne Grenzfälle kaum Probleme. Für unser heutiges Thema der Wahrheit ist die Unterscheidung sogar zentral. Nur der Dokumentarfilm bietet Filmschaffenden und Publikum die Möglichkeit, sich mit der Realität anders als im Modus des Als-ob und Was-wäre-wenn auseinanderzusetzen. Ein Spielfilm kann glaubwürdig oder weniger glaubwürdig sein. Er kann, wenn er auf wahren Begebenheiten beruht, diese akkurat oder weniger akkurat wiedergeben. Aber er kann nicht in einem faktischen Sinne wahr oder falsch sein, da er als Produkt der Fiktion diesen Anspruch nicht erhebt. Lügen kann ein Spielfilm einzig und allein über seinen fiktionalen Charakter, indem er also in bewusster Täuschungsabsicht den Eindruck erweckt, es handle sich bei ihm um einen Dokumentarfilm. Diese Grenze zum Fake überschritten zu haben, wurde im Frühjahr dem Film Lovemobile vorgeworfen, der den Alltag zweier Prostituierter in der niedersächsischen Provinz zeigt. Nachdem der Film allgemein als Dokumentarfilm aufgenommen und sogar mit dem Deutschen Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet worden war, stellte sich heraus, dass die Protagonistinnen von Darstellerinnen gespielt werden und etliche Elemente des Films fiktiv und inszeniert sind. Dem Dokumentarfilm wird jedoch ein Anspruch auf Faktizität zugeschrieben. Im Gegensatz zum Spielfilm können die in ihm dargestellten Sachverhalte daher wahr oder falsch sein.
sind sie jedoch falsch, dann hat der Film die gestalterische Freiheit überschritten, die einem Dokumentarfilm im Umgang mit seinem Material gemeinhin zugebilligt wird. Auch er ist dann ein Fake, mit dem zuvor beschriebenen Fake übrigens strukturell identisch. Wobei festzuhalten ist, dass sich solche Fälle in einer Grauzone abspielen und die rote Linie, an der legitime Gestaltung in unzulässige Verfälschung kippt, nicht verbindlich zu bestimmen ist. Publikumserwartungen und Berichterstattung spielen dabei ebenso eine Rolle wie die Transparenz des Films im Einsatz seiner filmischen Mittel. Der Film Lovemobile hätte wohl kaum einen solchen Skandal ausgelöst, hätte nicht die Regisseurin Elke Lehrenkraus zuvor bei jeder Gelegenheit die Echtheit des Gezeigten beteuert. Der thematisch vergleichbare und ebenfalls als Dokumentarfilm vertriebene Film Brüder der Nacht, der eine Gruppe bulgarischer Stricherjungen in Wien porträtiert, löste auf der Berlinale 2016 keinen Skandal aus, obwohl er sich noch weitaus größere gestalterische Freiheiten nimmt. Im Gegensatz zu Lovemobile sendet er jedoch durch Ästhetisierung und Verfremdung implizite Signale, die das Verfahren des Regisseurs Patrick Schiha offenlegen. Er gibt den Jugendlichen eine Bühne, auf der sie sich inszenieren dürfen. Letztlich liegt es also am Publikum zu entscheiden, was es als Dokumentarfilm akzeptiert und wie viel Manipulation zulässig ist. Definitionsversuche landen daher häufig bei der Feststellung, dass Dokumentarfilm ist, was als Dokumentarfilm wahrgenommen wird. Diese Definition ist zwar tautologisch, aber sie drückt zwei wichtige Aspekte aus. Zum einen, dass das Verständnis von Dokumentarfilm im Laufe der Zeit veränderlich ist. Was vor 100 Jahren als Dokumentarfilm galt, kann heute als Spielfilm angesehen werden und umgekehrt. Zum anderen richtet die Definition den Fokus auf den Rezeptionsprozess. Lange Zeit dominierte in der Filmtheorie die Auffassung, das Publikum müsse für die Filmrezeption in einen bewusstseinsreduzierten, regressiven, ja infantilen Zustand versetzt werden, um kognitive Zweifel an der Täuschung, der es sich aussetzt, auszublenden und im filmischen Geschehen immersiv aufzugehen. Sollte das stimmen, dann wäre Film die einzige Kunst, die umso weniger wirksam wäre, je mehr das Publikum von ihr versteht. Während zum Beispiel die Oper die eingehende Auseinandersetzung und Vertrautheit voraussetzt, müsste ein filmerfahrenes Publikum sein Vorwissen und Reflexionsvermögen unterdrücken, damit die Filmrezeption überhaupt funktionieren kann. Wer sich, wie vermutlich die meisten hier Anwesenden, beruflich mit Film beschäftigt, wird bestätigen können, dass dem glücklicherweise nicht so ist. Die Rezeption von Filmen ist ein komplexer Prozess, für den man sein Gehirn nicht an der Garderobe abgeben muss. Im Gegenteil verwirklicht sich ein Film erst als interaktive Erfahrung in den Köpfen der Zuschauenden. Der französische Theoretiker Roger Audin entwickelte ein Modell, bei dem die Frage nach Dokumentarfilm oder Spielfilm vom Rezeptionsmodus abhängt. So kann man denselben Film wahlweise einer dokumentarisierenden oder fiktivisierenden Lektüre unterziehen. Je nachdem, ob man sich beim Beispiel von Emil und die Detektive mehr für Herrn Grundeis oder die Gedächtniskirche interessiert. Damit möchte ich zur eingangs zitierten Aussage von Michael Haneke zurückkommen. Film, meint Haneke, ist immer Manipulation. Aber die Absicht und Wirkung der Manipulation muss nicht automatisch böswillig sein. Einige der zweifellos manipulativsten Filme der jüngeren Zeit, Lars von Triers Dogwell etwa oder auch Hanekes Funny Games, sind nicht auf ein Täuschen oder Einlullen des Publikums aus, sondern zielen ganz bewusst auf eine möglichst intensive Reflexion über die manipulative Macht des Kinos selbst ab. Gerade weil jeder Film manipuliert, ist es wichtig, seine Mechanismen zu erkennen und seinen Bildern zu misstrauen. Nur wer versteht, dass Film Lüge ist, ist empfänglich für die Wahrheit, in deren Dienste gelogen wird. Danke. Vielen Dank. Würden Sie sagen, also die Lügenanführung muss immer schlüssig inszeniert sein, also es muss auf irgendeine Weise Sinn machen, sinnstiftend sein, auch für den Zuschauer? Also die Lüge im fiktionalen Film, da sind wir dann bei der Wahrhaftigkeit, die Herr Appel angesprochen hat, oder bei Aristoteles, der sagt, das Unmögliche, das glaubwürdig erscheint, ist besser als das Wahrscheinliche, das unglaubwürdig erscheint. Also die gut erzählte Lüge ist besser als die unplausible Wahrscheinlichkeit. Da geht es darum, ja, das ist in sich stimmig, das ist glaubhaft, dass es wahrhaftig ist. Mhm. Beim Dokumentarfilm ist der Sachverhalt natürlich ein ganz anderer. Das Lügen im Dienste der Wahrheit wird einem Dokumentarfilm nicht zugestanden, jetzt in der Sinne von Haneke oder auch im Sinne von Lovemobile. Also die Regisseurin hat sich herausgeredet, als dann der Betrug aufflog, wenn man es als Betrug betrachten möchte, mit dem Hinweis, dass die Realität, die sie darstellt, eine viel authentischere Realität ist, als die, die sie vorgefunden hätte. Das ist nun mal im Dokumentarfilm
Ja, also mindestens grenzwertig. Und so ist es aber oft auch, dass bewusste Täuschen nicht unbedingt, auch im Dokumentarfilm, nicht mit böser Absicht verbunden, sondern oft eben mit dem Versuch, eine Wahrheit darzustellen, in die man anders nicht hat vor die Kamera kriegen können. Und da ist ein prägnantes Beispiel zum Beispiel der Film Weiße Wildnis. Das ist so ein Disney-Dokumentarfilm aus den 50er Jahren, hat auch den Dokumentarfilm Oscar gewonnen sogar. Und diesem Film ist es gelungen, erstmals den Massensuizid von Lemmingen darzustellen, die sich eben als Herde ins Meer stürzen. Das Problem ist nur, dass Lemminge das gar nicht machen. Damals war das der Stand der Forschung und die waren stolz, das hinzukriegen, indem sie da Hunde auf die armen Tiere gehetzt haben oder sie mit bloßen Händen oder wie auch immer von der Klippe gestürzt haben. Inzwischen weiß man, dass Lemminge keinen Massensuizid begangen, dass sie noch nicht mal Herdentiere sind. Und so hat eben diese Falschdarstellung in dem Film, dass die öffentliche Vorstellung von Lemmingen auch so im Sprachgebrauch als Beispiel für so blindes Herdenverhalten bis heute geprägt. Es scheint aber, ist mir jetzt aufgefallen an den Beispielen, ein starkes menschliches Bedürfnis nach einer schlüssigen, schönen Erzählung zu geben, weil alle drei Fakes, die hier genannt wurden, Lovemobile, Relotius und Kummer, sind ja alles preisgekrönte AutorInnen, wo die Jurys gedacht haben, tolle Geschichten prämieren wir, und dann hat sich herausgestellt, dass es gar nicht wahr ist. Es ist auch mal so ein starkes Bedürfnis da, dass wir solche Geschichten im Leben auch wirklich haben. Ja, wobei ich bei Lovemobile und Relotius, Tom Kummer ist da sicher ausgenommen, aber in den beiden Fällen ist das so, wenn man sich diese Werke als Fiktion vorstellt, und mit dem heutigen Wissen muss man das tun, wird man feststellen, dass davon nichts übrig bleibt. Also das Lovemobile funktioniert als Spielfilm nicht, das ist kein guter Spielfilm, und die Reportagen von Relotius sind keine gute Fiktion und keine gute Literatur. Das ist so eine ästhetisch überzeugende Übererfüllung von dem, wie man sich sowieso schon vorstellt, bevor man sich damit auseinandergesetzt hat. Aber wenn man rausfindet, dass das nicht stimmt, was da beschrieben wird, dass das nicht recherchiert oder empirisch vorgefunden wurde, dann fällt das ganze Konstrukt in sich zusammen. Und dann ist es auch keine gute Geschichte mehr, selbst genau, wenn es fiktional wäre, sozusagen. So ist es. Welche Motive können denn hinter filmischen Fakes stehen, die also bewusst gemacht werden? Also beim Dokumentarfilm eben der Versuch, Wahrheit zu zeigen, die man anders leider nicht scheinbar authentisch vor die Linse bekommt. Im Spielfilm gibt es natürlich den Wunsch, mit Wahrheitsebenen zu spielen. Das gibt es ja, also im Spielfilm, die Spielfilm-immanente Wahrheit wird ja schon in den 50er Jahren gebrochen, in Rashomon von Kurosawa oder letztes Jahr in Marienbad, wo man als Zuschauer eben selber darauf zurückgeworfen ist, sich zu fragen, was jetzt stimmt. Dann gab es in den 90er Jahren eine starke Strömung zum unzuverlässigen Erzählen mit den Filmen von David Lynch zum Beispiel. Das ist eine Herausforderung, eine intellektuelle Herausforderung ans Publikum, den man sich gerne stellt. Im Fall von Blair Witch Project ist es schon noch mal ein bisschen anders, weil der Film ja tatsächlich von sich jetzt, wenn man nur den Film betrachtet, dann gibt er kein Zeichen dafür, dass da was fiktional dran sein sollte. Aber zumindest war es da so, dass die Regisseure nicht im Nachhinein noch behauptet haben, sie hätten alles vorgefunden, sondern sie haben einfach eine Möglichkeit gesucht, um die Filmerfahrung zu intensivieren. Und gerade im Horrorfilm ist das natürlich etwas, woran Filmschaffende immer arbeiten und wonach sie streben. Und da ist eben das Aufheben der Grenze zwischen wahr und falsch ein sehr effektiver Kniff gewesen, denn seitdem im Horrorfilm ja auch tatsächlich, was sich als Genre richtig etabliert hat, auch wenn man heutzutage bei diesen Filmen sie als Genre kennt, Paranormal Activity zum Beispiel, funktionieren sie immer noch, weil sie einen so unmittelbar eben hineinziehen ins Geschehen. Aber es muss, also das heißt, Fakes, filmische Fakes müssen nicht immer mit Täuschung oder Desinformation verbunden sein, sondern sind halt wirklich auch ein künstlerisches Stilmittel dann sozusagen. Ja, unbedingt. Und sie können auch zur Erhellung und zur Aufklärung beitragen. Also ein Beispiel zum Beispiel wäre der Film Borat, der auf den ersten Blick eine Fernsehdokumentation eines kasachischen Reporters ist. Auf den zweiten Blick erkennt man allerdings, der kasachische Reporter ist ein englischer Schauspieler. Die Rahmenhandlung ist fiktiv. Das ist also ein Spielfilm, der aussieht wie ein Dokumentarfilm. Und auf den dritten Blick sieht man aber, dass außer diesem Schauspieler die meisten auftretenden Personen durchaus keine Schauspieler sind. Oder wenn sie Schauspieler sind, dann zumindest nicht als Schauspieler auftreten oder als sie selbst auftreten. Dass viele von diesen Szenen auch bei strengerer Beurteilung dokumentarisch sind. Der Reporter, der im Zentrum steht, spielt eine Rolle, aber Reporter spielen immer eine Rolle. Und sie geben sich immer so, dass sie möglichst entlarvende Reaktionen zum Beispiel hervorrufen. Insofern könnte man sagen,
Robot ist ein Dokumentarfilm im Gewand eines Spielfilms, der aussieht wie ein Dokumentarfilm. Und funktionieren all diese Beispiele, das, was alles ein bisschen kompliziert klingt, aber dann, wir kennen ja einiges davon, dann auch wieder nicht kompliziert ist in der Realität, aber würden Sie sagen, dass das alles darum so gut funktioniert, weil es ja immer eine mediale Begleitung gibt, also immer auch ein aufklärerisches Element, das sich entweder wie bei Blair Witch Project die Autorinnen erklären oder aufgedeckt werden, sodass es ja immer alles sozusagen medial so eingebettet ist, dass man am Ende es verstehen kann. Ja, also in der Regel ist das so, aber bei diesen Paranormal Television Formaten, über die vorhin ja schon gesprochen wurde, die auch Claudia Mickert in ihrer Einführung erwähnt hat, da fehlt diese Rahmung komplett und da muss sie auch fehlen, denn das Glauben, das Gezeigte wäre echt, trägt dazu bei oder ist die Bedingung dafür, dass diese Formate funktionieren. Und sobald da jemand sagt, das ist übrigens alles, die ganzen Effekte sind im Schneiderraum entstanden und in diesem Haus gibt es keine Geister, wäre die Sendung vollkommen uninteressant. So ähnlich wie bei den Wrestlern, die nie von sich sagen dürfen, dass das, was sie machen, eingeübte Stunts sind. Mhm. Das funktioniert nur, wenn das Publikum zumindest zweifelt daran, ob das denn jetzt eigentlich stimmen könnte. Das heißt, da ist dann eine Grenze überschritten und was macht man dann als Jugendschützer? Also gibt man dann ein Prädikat 18 oder wie geht man dann damit um? Also als Jugendschützer ist es auf jeden Fall wichtig, ein Bewusstsein zu schaffen und zu schärfen, wo man die Gemachtheit alles filmisch Repräsentierten mitdenkt. Und dazu gehört eben der Herstellungsprozess und auch die Intention. Und eine wichtige Sache ist zum Beispiel, dass man sich bewusst macht, dass Geschichten erzählen, in denen keine Kameras vorkommen, das ist ein Privileg des Fiktionalen. Das kann der Dokumentarfilm nicht. Der Dokumentarfilm, also im fiktionalen Film gibt es natürlich auch Kameras, sonst wäre es kein Film, aber die befinden sich auf einer anderen ontischen Ebene als das gezeigte Geschehen. Im Dokumentarfilm ist die Kamera immer da. Wenn man eine Kamera sieht und sie ist nicht im Spiegel, dann gibt es immer noch mindestens eine weitere Kamera. Und sobald das der Fall ist, muss man natürlich das komplizierte Wechselspiel bedenken, was die Anwesenheit einer Kamera auslöst. Also jeder weiß aus eigener Erfahrung, sobald er gefilmt wird, uns geht es jetzt gerade nicht anders, verhält man sich anders, als wenn die Kameras nicht da sind. Und das geht auch in alle Richtungen. Also die Kamera manipuliert das Verhalten, die Menschen versuchen, die Kamera zu manipulieren, der Film manipuliert die Zuschauer. Das ist dann so komplex, dass man auf keinen Fall davon ausgehen kann, dass irgendwas davon natürlich ist. Und so kommt man zum Beispiel zu dem Aspekt, der normalisiert man jetzt sozial schädigendes Verhalten mit Sendungen wie dem Sommerhaus der Stars beispielsweise. Also wenn man sich bei so einem Format die Kameras wegdenkt, dann würden sich die Leute anders verhalten. Streng genommen wären sie gar keine Promis. Sie wären nicht da, sie wären keine Promis. Sie hätten ein vollkommen anderes Leben. Ohne Kameras wäre Daniela Katzenberger vielleicht Bäckerin in Ludwigshafen oder so. Man muss sich jedenfalls bewusst machen, die fundamentale Künstlichkeit dieser ganzen Situation. Und dann wirkt auch dieses Verhalten und vielleicht auch der exzessive Alkoholkonsum jedenfalls nicht mehr normalisierend, weil es eine Normalität in diesem künstlichen Rahmen überhaupt nicht geben kann. Wenn das eingeordnet wird, aber genau. Vielleicht können Sie noch mal kurz für die, die es noch nicht gesehen haben, Sommerhaus der Stars erklären, wo da die Problematik liegen könnte? Naja, das ist eine Gruppe von sogenannten Promis, also das sind diese Leute, die berühmt sind, weil sie berühmt sind. Und sie werden da zusammengepfercht, natürlich gecastet dafür, dass da möglichst viel Reibung entsteht. Dann fließt der Alkohol in Strömen und die Konflikte kochen hoch. Das ist alles so gewollt und wenn man sich das so anschaut, natürlich auch sehr befremdlich, weil jetzt als Kinder kennt man das hoffentlich nicht von den Eltern, dass die sich so verhalten, wenn sie Besuch bekommen. Und da gibt es natürlich die Sorge, was macht das mit denen? Ist das jetzt einschüchternd, ist das ängstigend oder denkt man, das ist sogar gut und spielt es auf dem Pausenhof nach? Und da hilft bestimmt die Einordnung als fundamental künstliche Situation, um zu erkennen, dass das jedenfalls nicht normal ist. Und wie kommuniziert man das dann als Jugendschützer nach außen? Durch die Einordnung, Alterseinstufung oder? Das spielt eine Rolle, aber natürlich kann jetzt die FSF nicht die gesamte Medienkompetenz herstellen. Also da sind natürlich ganz stark auch die Eltern in der Pflicht, Kindern bewusst zu machen, dass das, was sie sehen oder unter welchen Umständen das, was sie sehen, zustande gekommen ist. Mhm. Was die Herstellungsweise ist, welche Intentionen dahinter liegen und das Ganze dann entsprechend einzuordnen. Mhm. Kommen wir jetzt gleich zur Medienkompetenz. Nur eine letzte Frage noch. Ein Beispiel ist auch True Crime.
habe ich mir mal angeschaut, den Trailer von On the Case, nicht den Trailer, sondern einen Teil, da wurde eine, vor vielen, vielen Jahren eine amerikanische Studentin sehr brutal ermordet und dann wurde eben aufgedröselt, was da passiert sein könnte. Wo sehen Sie da eventuell Gefahren? Denn das ist ja sehr zugespitzt, sehr reißerisch sozusagen dargestellt, dass ich mich schon so fast so ein bisschen grusel, obwohl ich es ja vielleicht einordnen kann. Ja, also damit der True Crime Boom, der wirklich enorm ist, der ist sicher nicht so singulär. Also den Krimi-Boom gibt es ja schon lange. Es gibt ja kaum eine Region in Deutschland, wo es nicht den entsprechenden Krimi zugibt im Fernsehen oder in der Buchhandlung. Und bei True Crime ist der Unterschied natürlich nochmal, dass es auf tatsächlichen Fällen basiert. Das hat produktionstechnisch den Vorteil, dass man sich da nicht viel ausdenken muss, sondern man findet Leute vor, die Ermittler oder die Angehörigen, die da erzählen können. Es hat auch den Vorteil, dass offenbar True Crime als Qualitätsfernsehen angesehen wird, wo wahrscheinlich reinspielt würde, stelle ich mir jetzt vor, diese Auffassung, dass Dokumentarfilm sehen ist anspruchsvoller als ein Spielfilm sehen, weil man setzt sich immerhin mit der Wirklichkeit auseinander und so ist eben True Crime nochmal informationshaltiger und anspruchsvoller als jetzt den Tatort zu schauen. Insofern gibt es ein sehr großes Interesse an diesen Formaten und eines der Probleme ist natürlich die schiere Menge. Also das gibt ja keinen Abend, wo man nicht mehrere solche Formate parallel im Fernsehen sehen könnte. Und der Eindruck kann dann schon erscheinen, dass die Wirklichkeit oder die Welt, in der wir leben, bevölkert ist von Serien, Mördern und Triebtätern und man selbst seinen engsten Familienangehörigen nicht trauen kann. Und ein Problem könnte ja auch die Zuspitzung sein. Denn wenn ich mal jetzt XY ungelöst, das Beispiel ist ja vorhin auch gefallen, mir angucke, jetzt nicht mehr mit Herrn Zimmermann, aber gibt es ja weiter, da ist das ja alles sehr moderat sozusagen nachinszeniert. Ja, es geht natürlich darum, den spektakulären Einzelfall zu zeigen, gerade in der Konkurrenz mit den vielen anderen Formaten. Also die Tendenz da zum Spektakel und zum Spektakulären, die ist natürlich hoch. Es geht schon immer darum, sich da gegenseitig zu überbieten, weil das Publikum natürlich inzwischen auch schon sehr viel gesehen hat, das Geneigte. Mhm. Und die müssen natürlich bei der Stange gehalten werden. Mhm. Okay, wir kommen in den letzten 25 Minuten zur Medienkompetenz und zur Medienbildung und zur Frage, was, wie man mit diesen Wahrheitsstrapazen, sage ich jetzt mal, umgeht. Und es gibt ja zwei Perspektiven, aus denen man das betrachten kann. Zum einen aus der Perspektive der Sender, was müssen die tun, was muss der Jugendschutz tun, was müssen die Sender tun, aber auch, was kann man von den Zuschauern und Rezipientinnen erwarten. Und da würde ich mal an Sie fragen wollen, Herr Nielsen-Sikora, Sie hatten vorhin dieses sehr ideale Bild der redaktionellen Gesellschaft erklärt, das von Bernhard Pörksen kommt und das davon ausgeht, dass wir alle aufgeklärt kommunizieren und aufgeklärt auch wahrnehmen, was um uns herum produziert wird. Was müsste denn aus Ihrer Sicht, wenn ich mal beim User anfange, der mitbringen oder auch die Zuschauerin mitbringen, um sozusagen kompetent in diese Medienwelt hineinzugehen? Es sind ja nicht immer nur die Sender, die eine Verantwortung haben. Wir müssen ja auch selbst Verantwortung übernehmen. Ja, und vor allen Dingen müssen die Eltern Verantwortung übernehmen, das, was sie ihren Kindern zu Hause zeigen. Die nehmen das meist ja über. Heute sind es oftmals ja Streaming-Dienste. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt die Diskussion über Squid Game anschaue und höre dann, dass da 10-, 12-Jährige sich diese Serie anschauen. Ich habe zwei Folgen gesehen und habe dann, also ich halte einiges aus, aber ich habe dann auch abgebrochen, weil mir das zu brutal war. Und wenn ich dann höre, dass da Grundschulkinder sich diese Serie angucken, da liegt natürlich eine unheimliche Verantwortung auch bei den Eltern, die oftmals zu sorglos mit den Medienangeboten umgehen. Man kann das nicht immer den Medien anlasten, weil es natürlich, das Angebot muss es geben und vieles ist eben für Erwachsene und es ist auch klar, dass es für Erwachsene ist oder für ältere Jugendliche, aber nur weil es sozusagen abrufbar ist, sollte man es noch lange nicht abrufen, zumal wenn man dann Kinder in einem Alter hat, die damit völlig überfordert sind, weil sie diese Unterscheidung zwischen Fiktion und Realität eben noch nicht so treffen können, wie wir Erwachsene oder ältere Jugendliche das dann können. Und das einzuordnen, ist sicherlich auch eine Kompetenz, eine erzieherische Kompetenz, die immer wieder aufmerksam gemacht werden muss.
ist es oftmals so, dass wenn die Eltern das schon nicht können und wenn sie ihren Kindern das zumuten und die Kinder mit solchen Formaten dann aufwachsen, die Wahrscheinlichkeit doch sehr groß ist, dass sie, wenn sie dann selber Eltern sind, mit einer ähnlichen Sorglosigkeit an bestimmte Formate herangehen und das nicht mehr wirklich reflektieren und auch ihrer Verantwortung sich nicht bewusst sind, die sie haben als Erzieher. Und das ist sicherlich ein großes Problem. Und da hilft nur letzten Endes Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Dass man nie alle erreicht, ist auch irgendwo klar. Aber es muss sozusagen ein Zusammenspiel von Pädagogen, von Bildungsinstitutionen, von Schulen und Universitäten, aber eben auch von den Medien vonstatten gehen, so Formate, wie wir das heute ja auch haben, um immer wieder aufzuklären und deutlich zu machen, dass es Unterschiede gibt im Verhalten von Konsumenten, aber auch in dem, was letzten Endes gezeigt wird. Ne? Das ist ja nicht nur eine intellektuelle Debatte, sondern gerade bei Kindern eine sehr aufgeladene Geschichte, weil sie halt viel über Gefühle rezipieren und dann damit oftmals alleingelassen werden. Und das halte ich für ein großes Problem. Wir haben mal Dr. Petra Sandhang dazu befragt, was man gerne noch als erwachsener Nutzer, also als Eltern mitbringen sollte an Kompetenzen, um, sagen wir mal, aufgeklärt Medien zu konsumieren. Wollen wir uns mal kurz anhören, bitte. Der erste Punkt, dass man sich das Thema mal bewusst machen sollte und sagen sollte, ich möchte wirklich etwas finden, dem ich wirklich vertrauen kann. Wir unterliegen nämlich eher dem gegenteiligen Effekt. Manchmal sind wir, glaube ich, auch zu vertrauensselig, beziehungsweise wollen uns gar nicht so richtig damit auseinandersetzen. Es gibt diesen schönen Aspekt des Confirmation Bias und wir haben eher so einen Bestätigungsfehler. Also wir neigen dazu, dass wir etwas, was unserer Meinung entspricht, dafür Bestätigung suchen. Also wenn jetzt jemand sagt, Umweltschutz ist wichtig, dann neige ich dazu zu sagen, ich schaue mir Medien an, Posts an, Filme an, die genau das bestätigen, Umweltschutz ist wichtig. Und das funktioniert natürlich auch, jetzt werden wir uns beim Umweltschutz vermutlich relativ einig sein, aber das funktioniert natürlich auch bei Bereichen, die vielleicht strittiger sind. Wenn jemand sagt, große Chemiewerke sind wichtig, weil zum Beispiel viele Menschen dort Arbeit haben, dann werde ich, auch wenn ich der Ansicht bin, genau mir die Medienangebote rauspicken, die das bestätigen. Und wenn ich jetzt wirklich Vertrauen aufbauen möchte, dann müsste ich mir erstmal klar machen, was heißt das denn? Welcher Art von Medien möchte ich denn vertrauen? Möchte ich eigentlich nur etwas finden, was meine Meinung nochmal bestätigt? Oder versuche ich eher beim Vertrauen in sowas wie Richtung Wahrheit zu gehen oder Objektivität? Also ich müsste mich erstmal damit auseinandersetzen, was bedeutet für mich denn Vertrauen? Ein Medienangebot ist vertrauenswürdig. Was verstehe ich denn darunter? Wir schaffen es nicht, objektiv die Welt wahrzunehmen. Wir haben immer einen Ausschnitt. Was kann ich dagegen tun, wenn ich jetzt nicht ganz verzweifeln will und sagen will, objektiv kriege ich überhaupt nicht hin? Ich kann natürlich versuchen, möglichst viele Standpunkte einzunehmen, also möglichst viele Quellen zu wählen. Und das ist wiederum etwas, was wir gar nicht so gerne machen. Also um Vertrauen zu schaffen, könnte ich auf die Suche gehen und sagen, ich habe jetzt hier meine Lieblingssendung, mein Lieblingsmedienangebot, meine Lieblingszeitung und ich wähle jetzt mal bewusst etwas aus, was ich sonst mir eigentlich nicht angucke oder sonst nicht lese und schaue, wie stellen die denn das Thema dar? Und das mache ich nicht nur mit einem anderen Angebot, sondern mit möglichst vielen. Und dann habe ich ganz viele unterschiedliche Facetten und kann versuchen, mir daraus ein Bild zusammenzusetzen, das der Wirklichkeit, der Wahrheit, der Objektivität vielleicht ein Stückchen näher kommt als mein Ausgangspunkt. Und darauf kann ich natürlich Medienangebote auch prüfen. Also erzählen sie mir aus unterschiedlichen Quellen, kommen dort unterschiedliche Experten zu Wort,
oder ist das immer nur aus einer Richtung? Also das, was ich selbst an mich anlegen kann und sagen kann, ich versuche möglichst viele Quellen zu suchen, kann ich natürlich auch an Medienangebote anlegen und sagen, was bieten die mir denn? Erzählen die immer nur aus einer Perspektive? Habe ich da immer nur eine Sichtweise oder sind das eben ganz viele? Also einiges ist ja hier schon gefallen heute im Laufe der Tagung, der Confirmation, den Confirmation Bias hatten wir schon gehört, auch den Elefanten, der hier vermittelt auch wieder aufgetaucht ist, dass man immer nur einen Teil der Wirklichkeit wahrnehmen kann. Aber ich fand interessant den Aspekt, was Petra Sandhagen sagt, dass man eben lernen muss, verschiedene Perspektiven einzunehmen und Themen oder Sendungen unter verschiedenen Perspektiven sich mal anzuschauen. Würden Sie, Herr Appel, sagen, das wäre eine wichtige Grundkompetenz, wenn wir über Medienbildung sprechen, die sich junge Menschen oder auch Erwachsene ja aneignen müssten? Ja, also das so eine bisschen Reichhaltigkeit, würde ich sagen, an Medieninformationen, das ist sicherlich sinnvoll. Ich glaube, das ist nicht so gemeint gewesen, aber wenn ich mit Journalisten rede, dann fragen die sich immer zum Beispiel ganz konkret, sollen wir den Forderungen der Corona-Leugner nachkommen und die zum Beispiel mal einladen? Das wird ja manchmal auch gemacht. Und nach allem, was man in der Psychologie und so weiter, was ich Ihnen auch versucht habe, so ganz kurz zu vermitteln, würde man davon abraten, weil da vollkommen haltlose, kontrafaktische Positionen aufgewertet werden. Mhm. Also das darf nicht missverstanden werden mit diesen unterschiedlichen Perspektiven. Das spricht für Qualität. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn kontrafaktische Informationen so getan wird, ist es auch eine statthafte Meinung. Jeder hat seine Meinung. Das konterkariert Wissenschaft zum Beispiel. Wenn wir über wissenschaftliche Erkenntnisse reden, dann geht es nicht um Meinung, Punkt. So, und dann sollten da auch diese Talkshow-Gäste, ich glaube, ich habe da jetzt irgendwie nur den Abspann gesehen, da war jemand, der da auch so eine andere Meinung reingebracht hat bei Plasberg oder H. So, aber das ist meines Erachtens vollkommen kontraproduktiv und ist genau nicht so eine Multiperspektivität im Hinblick auf Wahrhaftigkeit, sondern da geht es dann um Quote und es geht um vermeintliche irgendwie Kontroversen, die da gesucht werden. Mhm. Also das will ich vielleicht ein bisschen kritisch anmerken. Eine Relativierung ist das sogenannte False Balance, was ja immer wieder im Gespräch ist, dass man eine falsche Balance dadurch erscheint, indem man eben Leugner sozusagen damit reinnimmt und den Eindruck erweckt, dass sie halt auch einen relevanten Teil der Bevölkerung darstellen. Das wirft uns, Herr Niesen-Sikora, wieder darauf zurück, dass wir über die Methoden reden müssen, wie wir zu Erkenntnissen gekommen sind und dass wir sozusagen subjektgebunden auch offenlegen müssen, warum wir etwas so sehen und aus welchen Gründen? Ja, absolut. Also ich finde es zum Beispiel auch wichtig, dass man bereits in der Schule so etwas wie Medien, so ein Fach Medienbildung vielleicht ja wirklich etabliert und dass man über Unterricht etwa in der Schule sich kritisch auch damit auseinandersetzt. Alle reden immer von Digitalisierung. Und wir bringen die Rechner und die iPads in die Schulen und einen Beamer und ich weiß nicht was noch alles. Aber die Kinder können damit besser umgehen als wir inzwischen. Aber sozusagen die Inhalte kritisch zu reflektieren, die darüber transportiert werden, die vermittelt werden, womit wir tagtäglich zu tun haben. Also dass man das auch lernt, Inhalte voneinander zu unterscheiden, was ist wahr, was ist falsch. Wo wird manipuliert, wo ist es Kunstfreiheit, wo werden Dinge dazu erfunden, wo wird was weggelassen und so weiter. Ja? Also dass dieser kritische Blick viel mehr auch noch in den Fokus von Schülern und auch von Unterricht gerät, das wäre vielleicht etwas, wo man ansetzen könnte und wir hatten jetzt in Nordrhein-Westfalen die Diskussion darüber, dass so ein Fach wie Wirtschaft etabliert wird und die Sozialwissenschaften dafür gekürzt worden sind. Also eine Initiative, die, glaube ich, die FDP in NRW eingebracht hat. Warum dann nicht auch so etwas wie Medienbildung? Oder wäre das nicht noch viel wichtiger als andere Fächer, die jetzt neu etabliert worden sind. Also da könnte man, glaube ich, sehr, sehr gut ansetzen. Und das ist absolut notwendig in einer Welt, die so sehr geprägt ist von digitalen Medien.
wo man dann auch das Verhältnis von Wahrheit und Lüge im Film mit darstellen könnte. Ich würde gerne zum Schluss, wenn es um Wahrheit geht, noch auf einen Aspekt zu sprechen kommen, den Punkt der Faktenchecks. Faktenchecks sind heute auch schon mehrmals gefallen als eine Möglichkeit, Wahrheit darzustellen oder der Wahrheit zum Durchbruch zu verhelfen. Und Faktenchecks haben ja auch Hochkonjunktur. Nun sehen wir aber gerade jetzt auch, Herr Nielsen-Sikora, mal an Sie gefragt, in der Corona-Pandemie oder beim Klima, dass Faktenchecks eigentlich gar nicht so viel bewirken. Also dass die, die eh schon nicht überzeugt sind, sich davon auch nicht überzeugen lassen. Woran liegt das? Würde ich ja, Sie das ist eine gute Frage, wenn ich das immer wüsste. Ich glaube, Herr Klebeck hat da schon wichtige Hinweise zu gegeben, dass wir natürlich über Algorithmen und bestimmte Filterblasen, die uns tagtäglich durch die sozialen Medien leiten, natürlich immer wieder auch ja, vorgefertigte Meinungen immer wieder noch bestätigt werden und sozusagen das Ausbrechen aus bestimmten Sichtweisen uns dann einfach erschwert wird. Und die Frage ist dann eben auch, wenn ich mir zum Beispiel den Faktencheck der Tagesschau oder der ARD oder was auch immer anschaue, dann schaue ich mir das an, aber jemand, der sozusagen auf alternative Medien setzt und vielleicht sonst auf Russia Today oder ich weiß nicht, auf was für obskuren anderen Sendern unterwegs ist, der wird sich natürlich nicht davon überzeugen lassen. Und das ist sicherlich ein Problem, dass wir so viele Nischen inzwischen geschaffen haben, wo jeder sich seine Informationen besorgen kann und auch nicht bereit ist, sozusagen sich in andere Nischen zu begeben, weil wir uns immer wieder auch bestätigt fühlen dann in dem, was wir bereits zu wissen glauben. Das ist ein Problem. Ich weiß in der Tat nicht, wie man dem konstruktiv begegnen kann, außer immer wieder den Verweis, dass so früh wie möglich diese kritische Sichtweise auf Medien zu etablieren, sowohl im Elternhaus als auch eben in den Schulen, bereits in der Grundschule letztendlich. Und das auch vielleicht nicht nur als einzelnes Fach, wie ich das eben angedeutet habe, sondern quer sozusagen als Folie quer zu allen Fächern. Wie wollen Sie das als Psychologe erklären? Warum funktionieren die Faktenchecks nicht, sind an sich ja eine gute Sache, weil man halt tatsächlich, also mir hilft sowas immer sehr, wenn man eben bestimmte Informationen nochmal fundiert dargelegt bekommt, aber andere lassen sich davon nicht überzeugen. Ja, also vielleicht zwei Sachen. Das erste ist, die Faktenchecks funktionieren natürlich, die wirken natürlich, also nicht bei jedem, aber das wäre vielleicht auch zu viel verlangt. Das ist erstmal so zu konstatieren. Das Zweite ist, dass damit auch verbunden ist, wir sind ja so ein bisschen medienkritisch hier unterwegs und ich glaube, das ist eine Verkürzung, die zum Beispiel auch in der Medienpädagogik ein Problem darstellt, weil für viele Kinder und Jugendliche ist das ja eminent wichtig und total selbstwert- und identitätszentral. Und wenn dann jetzt die Lehrer ankommen und ihr müsst kritischer sein und so weiter, ich bin auch ganz der Meinung von Herrn Nielsen-Sikora, Kritik ist gut, aber dann gehört zu der Kehrseite auch, dass Medien, Filme zum Beispiel, wir sitzen ja wahrscheinlich hier oder viele, die sich das anschauen, weil sie sich dafür interessieren und weil Filme für Personen einfach etwas Schönes und Gutes ist und auch in einer gar nicht schlechten Art und Weise vielleicht das Weltbild geprägt haben. Also diese einseitige, also Kritik ist gut, aber die andere Seite ist ja auch wichtig. Und zu der anderen Seite gehören fiktionale Medien vielleicht auch, aber eben auch Medienprodukte. Und die Organisation hat ja da auch Begleitmaterial zum Beispiel, wo man überhaupt erstmal findet, Informationen findet und einen Durchblick findet. Ohne das Internet wären wir vollkommen überfordert mit der Corona-Pandemie. Da könnte sich niemand irgendwelche eigenen Meinungen bilden. Das schafft ja nur das Internet. Und was ich mich gefragt habe, und da sind ja einige Experten, Herr Aßmann weiß es vielleicht, er hat beschrieben, wie einige fiktionale Filme, die auf Realität aufbauen, wieder so eine Begleitseite ist, die das so haarklein aufdröselt, was denn da eigentlich inszeniert ist und was wirklich historisch Sache ist. Wäre es nicht sinnvoll und durchaus auch machbar, bei solchen Mischformen von Fakt, Fiktion aufzuzeigen, wer hat denn jetzt die Leute eigentlich eingeladen? Was ist daran inszeniert? Gibt es ein Drehbuch, wo zum Beispiel dann diese Sender eben auch haarklein auflösen müssen, was ist da Inszenierung und was ist das nicht?
Und sind wir als Gesellschaft es nicht uns und den Kindern und Jugendlichen schuldig, das auch tatsächlich umzusetzen und nicht zu sagen, ja, das werden die nicht wollen, deshalb fordern wir es jetzt gar nicht erst. Also das ist doch, wäre doch eine Möglichkeit, hier Transparenz zu schaffen, ohne dass wir das Produkt beschneiden und dann sagen, das darf es nicht mehr geben und so weiter, das ist desorientierend, gar nicht mehr zeigen, sondern das wäre eine Möglichkeit, das transparent zu machen. Und das diente jetzt Leuten, die sich fragen, was ist da eigentlich los? Sind die Leute jetzt, wo kamen die Leute her? Sind das Komparsen oder nicht? Hier Klarheit zu finden. Und das könnte man zum Beispiel dann auch mediendidaktisch vielleicht verwenden und sagen, so, wenn ihr euch das schon immer gefragt habt, hier ist die Seite, die euch erklärt, wie dieses Format da einzuordnen ist, was es da war, was es da nicht war. Mhm. Weil auch ich bin in manchen Formaten da durchaus, frage ich mich, wie groß ist der Grad der Inszenierung eigentlich wirklich? Sie sind natürlich da einen Satz ja. noch zu sagen? Ich wollte nur sagen, also Medienkritik heißt nicht, dass das alles wirklich negativ kritisiert wird, sondern das kann auch durchaus positiv sein. Also man kann ja auch positive Beispiele herausarbeiten. Also Kritik im umfassenden Sinne von aufzuzeigen, wie Sie das gerade auch gesagt haben, welche Mechanismen sind da am Werk? Sie sind natürlich nicht der Sender, Herr Aßmann, aber wäre sowas denkbar und vielleicht gibt es ja sowas auch schon? Also es wäre, auf jeden Fall wäre es hochinteressant. Also diese Seite, die ich erwähnt hatte, Information is Beautiful, da sind das natürlich alles Spielfilme und Sachbücher, die da zu herangezogen werden, um nachzuweisen, was nun stimmt, was nicht stimmt. Und wenn man das verschiebt in den Bereich des Dokumentarfilms oder auch der Grauzone dazwischen, ist es sehr viel interessanter, weil es dann natürlich gar keine Regeln gibt in dem Sinne, was da erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Ich habe es in meinem Vortrag ja angedeutet, also beim Dokumentarfilm ist es so, wenn sich da zwei Leute unterhalten, unterhalten die sich einfach oder wurde denen gesagt, unterhaltet euch oder wurde denen gesagt, unterhaltet euch darüber oder wurde die Szene nochmal gemacht, weil beim ersten Mal hat irgendwie das Telefon geklingelt. Das ist im Film nicht erkenntlich und die wenigsten Dokumentarfilmschaffenden gehen da auch Transparenz mit um. Das ist einfach so eine einzige Grauzone und es wäre natürlich hochinteressant und irrsinnig erhellend, da so ein Schaubild zu haben, wo man sehen würde, was ist auf welche Weise zustande gekommen und wer ist wie zu diesem Projekt dazugestoßen. Mhm. Wird ja im Journalismus auch zunehmend versucht, dass man versucht, transparent zu machen, wie man an seine Informationen gekommen ist und wie man bei der Recherche vorgegangen ist. Ich möchte nochmal, haben Sie sich gemeldet? Nee, okay. Ich möchte nochmal ganz, ganz kurz, weil wir nur noch 4 Minuten haben, nochmal auf die Faktenchecks zurückkommen. Ich hatte dazu nämlich auch Herrn Kleeberg gefragt, was er glaubt, warum diese Faktenchecks nicht funktionieren, was wir hier eben diskutiert haben. Und er ist der Ansicht, der Grund liegt daran, weil sie im Dienste der Sache ausgeführt werden, weil sie also auch wieder ein Wahrheitsinstrument sind und ein moralisierendes Element enthalten, was Menschen, und das können wir ja tatsächlich beobachten, sofort wieder abstößt, wo sie sofort das Gefühl haben, sie müssen sich jetzt positionieren und dann positionieren sie sich im Zweifel dagegen. Und er schlägt vor, das fand ich ganz interessant, auch hier im Rahmen des Kontexts, dass wir hier über Wahrheit sprechen, die Diskussion um Wahrheit zu umgehen und den Fall tiefer zu hängen, also verbindende Geschichten zu finden, über die wir uns sozusagen wieder miteinander connecten können. Wie würden Sie das sehen, Herr Niesen-Sikora? Im Grunde genommen genauso. Und was könnten solche verbindenden Geschichten sein? Bitte? Was könnten solche verbindenden Geschichten sein? Das ist eine schwierige Frage. Bin ich jetzt im Augenblick ehrlich gesagt überfragt. Müsste ich vielleicht weiterreichen, die Frage. Also kann ich jetzt gerade im Augenblick nichts zu sagen. Aber ich war Ihnen ins Wort gefallen. Wie bewerten Sie diese Einschätzung von Herrn Kleeberg, dass man Wahrheit dann eben auch mal umgehen muss, um auf einer anderen Ebene wieder zueinander zu finden? Ja, das finde ich ein wichtiges Moment. Also, dass man ja es gewissermaßen auch diesen, ich weiß nicht, wer das eben gesagt hat, also ich glaube, das war auch Herr Kleeberg, dass es ein Stressmoment durchaus sein kann. Ne? Und um sozusagen dieses Stressmoment auch wieder so ein bisschen runterzukochen, dass man möglicherweise auch Umwege gehen muss, um dann letzten Endes ans Ziel zu gelangen oder an das zu gelangen, was uns so als Wahrheit vorschwebt. Und dass wir im Grunde genommen, dass dann manchmal bestimmte Diskurse auch aussetzen müssen, um sie wieder aufzugreifen. Und
vielleicht auch in ein gewisses Spiel einsteigen, was uns so ein bisschen auch bei Laune hält und vielleicht eine gewisse Abwechslung letzten Endes auch zukommen lässt, weil es das permanente Ringen um die Wahrheit wird dann auch auf Dauer zu anstrengend. Und deswegen ist es ja so schön, wenn man auch Kunst und Literatur und Film und so weiter hat, die dieses Spiel auch immer wieder neu betreiben und uns eine gewisse Abwechslung auch in den ganzen Diskurs einbringen, im Grunde genommen. Das könnte... Ich würde das jetzt mal aus Zeitgründen als Schlusswort nehmen an dieser Stelle, und das könnte wirklich eine Überlegung für die Zukunft sein, wie Geschichten aussehen könnten, die verbinden, wo man irgendwie gemeinsame Anknüpfungspunkte findet und nicht sozusagen verschiedene Wahrheiten miteinander kämpfen, wie wir es zum Beispiel in Faktenchecks oder in Talkshows, die Sie erwähnt hatten, eben auch immer wieder erlebt. Also die Frage ist, wie könnten gemeinsame verbindende Geschichten aussehen? Diese Frage nehme ich mit in den Abend und bedanke mich sehr herzlich an alle, die hier mitdiskutiert haben, an Claudia Mickert und Martin Drechsler von der FSM und FSF, an David Assmann und Professor Markus Appel und an Professor Nielsen Sikura. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Wir sind hiermit am Ende. Danke auch fürs Zuhören hier im Saal und danke fürs Zuhören online an den Bildschirmen, und ich sage damit Tschüss.